Ja, huhu, und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde. Schweres Buch. Vampire the Masquerade in der fünften Edition. So sieht's aus, falls ihr euch das zulegen möcht oh, möchtet. Gibt's inzwischen auch auf Deutsch? Hab mir sagen lassen, die Übersetzung ist gut. Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Heute mit dabei. Ist der Gung. Wir fangen bei Kakko an. Kakko spielt heute Bruce den Gangrel. Und scheiße, war. Müsste ihn. Irgendwo hat er auch ein Bild, glaube ich. Hat er da nicht? Oh. Vorbereiteter Spielleiter. Da. Ach, guck mal. Ja, hi, guten Abend. Ja. So, und außerdem noch dabei die Feramin als Samantha, die Toreador. Hallo. Und außerdem noch mit dabei Mondi als Scarlet, die La Sombra. Hallöchen. Und last but not least, der Rerion spielt Ronan, den nicht ganz so gewöhnlichen Tremere. Und Kettenraucher. Hey. Ja, das war jetzt wichtig, das nochmal zu erwähnen. So, ich merke gerade, wir haben Feramin ein bisschen komisch ins Bild gerückt. Das beruhige ich jetzt gerade live ein bisschen zu ändern. Man kann Feramin nämlich auch anders darstellen hier. Guck mal, so viel schöner, mittiger. So macht man das live mit Zuschauern. So. Könnte ich als Tutorial jetzt machen. So, okay. Ja, wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Und deswegen ein Disclaimer vorneweg. Dieses ist ein Szenario aus der World of Darkness. Ja, und wie man es halt aus den Buchbüchern und aus den Regelbüchern kennt, dieses ist ein Rollenspiel, was sich mit düsteren Momenten befassen kann. Gewalt und, naja, gut, ihr wisst, sie spielen Vampire, was kann man da schon Gutes erwarten? Ja, deswegen passt auf euch auf. Falls euch irgendetwas triggert an Thematiken oder so, bitte schaltet aus oder schaut irgendwas anderes. Zwingt euch nicht, das hier anzugucken. Wir nehmen es euch nicht krumm, wenn ihr wegschaltet. Und passt bitte auf euch selber auf. Und die zweite Sache, ganz wichtig, das ist ein Rollenspiel. Wir verkörpern alle Rollen in diesem ganzen Ding hier. Wenn ihr irgendetwas an Thematiken hier erkennt, was euch wiederum irgendwie anfeindet oder so, haltet es gerne gegen die Charaktere vor, aber niemals gegen die Spielerinnen und Spieler. Denn, ja, ich glaube, das sind alles ausgedachte Charaktere. Hoffe ich zumindest. Ja, genau. Bruce ist nicht böse, doch. Ihr wisst es nur noch nicht. Ja. Der ist der allerbeste Intrigen-Vampir, weil er lässt alle glauben, er wäre total freundlich und nett und. Ja. Ja, schön. Feder ist auch im Chat. Hallo. Schön, dass ihr übrigens alle so pünktlich alle hier seid. Freut mich. Gerade mal nochmal schauen, wie viel sind wir denn gerade? Äh, 14 Zuschauer, genau. Ja, und ich möchte heute ganz vorne vor dem Stream auch nochmal eine Person ganz besonders erwähnen. Die möchte das zwar nicht. Ja, zumal ich weiß nicht, ob sie es gar nicht will, aber zumindest hat sie gesagt, ich muss es nicht machen. Ich habe ja eine Patreon-Page und da gibt es also einen Koala-verrückten Tier, wo man mich mit ganz, ganz viel Geld zuschütten kann, damit man vor dem Stream mit Namen genannt wird. Und dann kriegt man auch noch andere Sachen. Und tatsächlich, ich habe nie gedacht, dass das irgendwer macht. Aber eine Person hat es tatsächlich getan. Deswegen sage ich jetzt, also ich hab dann hin und zurück mit ihr geschrieben, mit der Person, und die sagte dann, du musst auch nichts machen, das ist geschenkt. Ich will da gar nichts für haben. So, okay. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, Dollard Power, für das viele Geld. Macht mich ein bisschen verlegen. Aber danke, danke. Aber ganz viel Awesome. Liebe an Dollard Power, der uns nicht nur mit seinen hervorragenden Kommentaren immer ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, sondern jetzt auch in barer Münze. Du bist einfach nur verrückt, Jo. Genau, ja. Gut, und wir spielen auch, was jetzt mal ein bisschen wieder in den Flow zu bekommen. Wir spielen in der Stadt ohne Namen.
die an der Grenze zu Mexiko liegt, im gut schönen Bundesstaat Texas in den USA. Und ich habe mir vom Nordpol, wenn ihr den Nordpol kennt, über der Fähramin ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet übrigens. Da habe ich mir das Questbrett angeguckt. Das ist ein Format, wo die Leute vom Nordpol immer vorstellen, was denn bei den nächsten, so die nächsten zwei Wochen immer dran ist. Und da haben Hotney und Yamera etwas über diese Runde hier gesagt. Und ich habe, also gut, sie verfolgen diese Runde nicht. Haben dann was gelesen von der Stadt ohne Namen und hatten ganz viele Fragen, warum und weshalb und wie das denn passieren kann, dass die Stadt keinen Namen hat. Und ja, ich hoffe, euch geht's als regelmäßige oder nicht so regelmäßige Zuschauer nicht genauso, beziehungsweise ja, vielleicht ein bisschen so. Ja, es ist eine mystische Welt, in der wir hier leben. Die Stadt hat wirklich keinen Namen. Das Ortsschild habt ihr schon mal versucht, von der anderen Seite zu fotografieren mit so einem Selfie-Stick. Und ja, der Name der Stadt ist halt überall, wo er denn auftauchen würde, irgendwie verschwommen oder geschwärzt oder man kann es nicht richtig lesen oder so. Und das scheint die Menschen überhaupt nicht zu stören. Auch Paketdienste oder sowas scheint es überhaupt nicht zu tangieren. Wenn man eine Google-Suche macht, findet man die Stadt zwar so halb, aber es ist halt auch alles so ein bisschen verflirrt und so, aber niemand scheint das zu bemerken, außer den Vampiren in der Stadt. Vielleicht sogar nicht alle Vampire, aber zumindest ihr habt es alle schon irgendwie mitbekommen. Und ja, ist halt irgendwie eine Merkwürdigkeit. Und die zweite Merkwürdigkeit, die Vampire merken zwar, dass mit dieser Stadt irgendwas nicht ganz koscher ist, aber sie können sie auch nicht verlassen, denn an der Grenze würde ein Vampir in Flammen aufgehen oder zumindest deutlichen Schaden bekommen, fragt Sam, die hat das leidlich am eigenen Leibe erfahren müssen. Ja. Scarlett auch. Außerdem ist dieses Ganze hier eine Sandbox voller lustiger und weniger lustiger Charaktere. Unsere vier Protagonistinnen und Protagonisten haben mehr oder weniger eine gute Stellung in der Stadt sich erarbeitet. Ronan ist der Sheriff, Sam ist die Harpie. Okay, Scarlett und Bruce haben jetzt keine große offizielle Sache hier. Scarlett arbeitet dran, ne? Wird irgendwann Prinz. Ja, und ja, und natürlich gibt es die üblichen ja, Gepflogenheiten zu beachten zwischen Camarilla und Nicht-Camarilla. Früher war es wohl mal so in dieser Stadt, dass die Anarchen keinen großen Platz hatten. Und heute sind Anarchen aber da und aber an den Rand gedrängt. Aus der Innenstadt raus. Könnt ihr mal kurz gucken. Ich habe auch eine Karte von der Stadt ohne Namen. So ungefähr sieht sie aus. Also eine Kleinstadt. Und ja, wer die Stadt wiedererkennt, kann Fähramin ja mal schreiben. Denn die hat mir das geschickt. Also zumindest die Grundlage davon. Und bin gespannt, ob das irgendjemand errät, welche Stadt das in Wirklichkeit ist. Genau. Nur mal so als Tipp, diese ganzen Straßenbilder und was ihr so immer im Hintergrund habt, auf den Bildern, das ist von Fähramin geknipst. Das ist real. Die waren nämlich in der Stadt, oder? Na. Wuppertal. In Wuppertal. Fliegende Busse. In den USA. Der Bundesstaat stimmt auch. Genau, ja. Und ja, die Anarchen in der Stadt sind nicht nur an den Rand gedrängt, sondern scheinen irgendwas vorgehabt zu haben. Zumindest denn die Charaktere sind auf diese Spur gesetzt worden und ja, haben ein großes, ein Komplott aufdecken wollen. Denn anscheinend wird hier von irgendwem werden reihenweise Thinbloods erschaffen. Und das ist schon so weit gekommen, dass man den Leuten auch überhaupt nicht mehr sagt, was es mit Vampiren und so auf sich hat und sie ja, über die Stadtgrenze versuchen zu fahren und dabei in Flammen aufgehen oder sonst irgendwie morgens die Vorhänge wegziehen und dann im Sonnenlicht ja, kaputt gehen. Und ja, der sogenannte Aschemörder geht um, sagen die örtlichen Medien. Und ja, unsere Charaktere haben das Ganze eingegrenzt auf eine merkwürdige Aktivität.
die mit Partys zu tun hat und sind dann beim letzten Mal auf so eine Party, haben sich irgendwie ein bisschen Informationen eingeholt und haben herausgefunden, wo die nächste Party denn ist und sind dann da aufgeschlagen, um einmal nach dem Rechten zu sehen. Und Ronan hat ein bisschen, ich weiß nicht, wie es um seinen Gemütszustand in dieser Situation war, wahrscheinlich nicht so besonders gut, denn er hat einen Partybus wieder erkannt. Vielleicht nicht den Partybus, mit dem er in die Stadt gekommen ist, aber einen Partybus zumindest. Gleiche Bauart, gleiche Bemalung. Also hat das irgendwas auch mit diesen merkwürdigen, vampirblutartigen Drinks zu tun, die auch in dem Partybus Ronans erste Begegnung mit der Stadt waren. Und auch tatsächlich habt ihr festgestellt beim letzten Mal, dass wirklich irgendwas in die Drinks gemischt wurde auf dieser Party. Und als ihr euch ja gerade schon so unter die Leute gemischt hattet und ein bisschen angefangen habt, ein bisschen herumzuforschen, Sam hatte, glaube ich, den Bus angeguckt von innen. Nichts großartig Imposantes zumindest auf den ersten Blick erkennen können. Ging ein bisschen hinter den Kulissen im Backstage-Bereich ein bisschen die Luzi ab, denn anscheinend kamen ein paar andere Vampire auf die Idee, die Security-Leute anzugehen. Unter anderem auch die Sire von Bruce, Anna, und das Ganze gipfelte dann darin, dass auf der DJ-Bühne irgendwann der Vampir Adam erschienen ist, den ihr auch schon kennt, der schon öfters mal in die Geschicke der Stadt eingegriffen hat und sich als Sprachrohr der Anarchen irgendwie bezeichnet. Und entgegen eurer Erwartungen hat er die ganze Versammlung aufgelöst und mit seiner Vampirkraft, mit purer Präsenz die Leute dazu gezwungen, das Gelände zu verlassen. Und Sam hat ihn zur Rede gestellt, während er da gerade so versucht hat, die Leute rauszupuxieren. Und er war ein bisschen ungehalten deswegen, hat aber dann zugesagt, dass er sich mit euch unterhalten will. Und als ihr dann zurückgekehrt seid, in den Backstage-Bereich mit ihm zusammen, als die Leute halt alle gegangen sind, habt ihr gesehen, dass es eine handfeste Keilerei gibt zwischen der Sire von Bruce und einem Unbekannten, der zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, ob es ein Vampir war oder nicht, habt ihr dann später wahrscheinlich festgestellt, denn Scarlet hat ihm mit Hilfe von Schattententakeln einfach mal den Arm abgerissen und das schien ihn nicht sonderlich groß zu interessieren. Außerdem hat dieser Typ es geschafft, mit einem Faustschlag der guten Anna den Unterkiefer so zu brechen, dass er auf 90 Grad Winkel an der Seite absteht. Und Bruce ist in der Situation auch total ausgetickt. Also nicht komplett ausgetickt, aber so sehr Bruce halt austicken kann. Und hat sich auf diese Gestalt gestürzt und mit vereinten Kräften, wie gesagt, Scarlet hat dann den Anführungsstrichen Todesstoß zusammen mit Ronan gesetzt, der auch mit seiner Knarre einmal tief in die Eingeweide geschossen hat. Und da sind wir, glaube ich, beim letzten Mal ausgestiegen. Also in der Situation, in der diese Gestalt am Boden in eine komplette Starre verfällt, weil sie einfach zu viel Schaden reingedrückt bekommen hat von euch. Gott sei Dank hat kein Mensch mir das so etwas gesehen. Zumindest kann man jetzt gerade niemanden mehr erkennen, der hier noch so rumsteht, außer euch, der schwer verletzten Anna und Adam, der ja bei Sam ist. Und da können wir ja wieder einsteigen, glaube ich. Ja, dann würde ich zu Adam sagen, da drüben sind die anderen. Brauchst also nicht lange nach Ronan suchen. Er nickt. Dann gehen wir zu euch, beziehungsweise da, wo ihr gestanden seid, bevor ihr hinter den Bus gegangen seid. Aber nachdem er von dem Punkt auch hinter den Bus sehen konnte, ist es sehr vermutlich, dass wir euch da jetzt rumstehen sehen. Und dann würden wir zu euch weitergehen. Scheiße.
Ja, Anna kippt übrigens in diesem Moment, als Ronan Scheiße sagt, irgendwie von diesem Typen runter und ein bisschen zur Seite. Sie atmet ja nicht, weil sie ist ein Vampir. Aber, ja. Ich würde sie nur auf jeden Fall auffangen wollen. Also, ich weiß nicht, ob das so ein aus der Schöpfung ist oder ob sie auch irgendwie jetzt starr verwendet. Auf jeden Fall setze ich mich dann auch oder hocke mich so und nehme sie an die Seite und probiere dann irgendwie. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, den Kiefer irgendwie wieder in eine natürliche Position zu bringen. Und ja, kannst du, er hängt aber trotzdem halt lose nach unten weg. Ne? Und dann, weil ich gehe davon aus, dass Bruce das weiß mittlerweile. Er ist nur mal nicht, er ist seit einer Woche Vampir. Ich würde aber erstmal gucken, ob die überhaupt noch ansprechbar ist. Oder ob die so ein bisschen weggetreten. Hm. Also Puls ist keiner da, sie ist sehr blass, ja. Hat einen komplett ausgesenkten Kiefer. Aber die Augen gehen noch hin und her, von daher. Genau, sprechen ist allerdings gerade nicht mit dem. Ich bin ja auch noch unter Adrenalin, weiß gar nicht, ob das geht, bin ja tot. Auf jeden Fall, ne, ich halte sie ja immer noch so ein bisschen in der Hand und dann Augen zu. Und dann würde ich den Kopf nehmen, einmal so wahrscheinlich dabei auch selber so einen kurzen Moment vor Augen zu, will das ja selber nicht angucken. Und dann man hört so ein lautes Röcheln. Ach! Ja, probier den mal, weil ich mich immer medizinisch so ein bisschen auskenne, würde ich den mal an die vermeintlich richtige Stelle setzen und dann, weil sie mir das bestimmt mal gesagt hat, würde ich mir mal mit einem meiner Fangzähne einmal so in den Unterarm beißen und ihr dann bisschen was von meinem Blut geben, damit sie das hoffentlich irgendwie wieder heilen kann. Ja, gerne. Dann wie viel Hunger möchtest du ausgeben quasi? Auf jeden Fall ihr 2 Punkte geben. Erstmal mal gucken, ob das wirkt. Wenn nicht, dann gibt es noch einen 3. Damit wärst du dann auf Hunger 4. Ja, also ich würde erstmal 2 geben. Wenn ich merke, dass das noch nicht reicht, dann ja. Dann gehe ich auf Hunger 4. Dann immer so, bräuchte ich, wir machen das. Wir machen das. Lässt das Blut so in sie reinträufeln und merkst dann so, also mit jedem Tropfen, der aus deinen Venen herausfließt, merkst du, wie in dir drin dieses Gefühl des, jetzt will ich aber was haben, stärker wird. Ja, ich versuche mich da natürlich dann zusammenzureißen, aber ich gehe mal davon aus, das wird auch ein bisschen dauern. Wenn ich dann merke, dass das Gefühl dann irgendwann oder so kurz davor ist, Überhand zu nehmen, würde ich dann versuchen, halt meinen Arm dann irgendwie so zu drücken, halt dann den Blutfluss auch dann zu stoppen von mir aus. Und halt hoffen, dass sich da irgendwas tut im Kiefer oder generell bei Anna. Ja, so richtig. Also das ist halt eine sehr, sehr schwere Wunde. Das wird auch nicht von jetzt auf gleich heilen können. Also die vampirischen Heilkräfte hat ja Bruce vielleicht schon kennengelernt, aber das wird jetzt nichts sein, was irgendwie vor deinen Augen sofort heilen kann. Die wird wahrscheinlich jetzt Ruhe brauchen. Mhm. Ja, ich sitze halt dann so neben ihr, hab sie dann so, also hocke neben ihr, hab dann Oberkörper ein bisschen nach oben gehen und dann quatsch ich dir so ein bisschen, guck dabei auch nur so marginal auf meine Umgebung dann. Ja, Adam läuft halt auch irgendwie von Sam weg, irgendwie Richtung von den anderen, und kniet sich halt auch neben Bruce und Anna und schaut dann so Bruce an, alles in Ordnung? Was ist passiert? Ja, wahrscheinlich ist das ja so gerade in dem Moment, wo ich dann auch selber aufgehört habe, das Blut zu geben, dann würde er aussehen, dass ich so ein bisschen, also nur ein bisschen, sehr, sehr angespannt aus meinen Augen wirken, so fokussieren. Und ich muss mich so wirklich konzentrieren, nicht in dem Moment halt irgendwie auszurasten. Und dann nicke ich zu dem, nicht ganz, also ja, doch zu dem Leichnam, der quasi irgendwo neben Anna liegt, mit einem Arm weniger. Der Typ. Er blickt so rüber und meint dann, verdammt. Der Ron steht da noch so mit der Knarre.
Er blickt dann irgendwie jetzt auch zu Ronan rüber. Was macht ihr hier? Party hard? Ihr habt aber damit... Schadensbegrenzung? Wir sollten uns erstmal umschauen, ob wir hier auch wirklich ungestört reden können. Ich glaube, für dieses Gespräch möchte ich keine unnötigen, eventuell unsichtbaren Ohren dabei haben. Ja, in dem was Adam uns zu erzählen hat, ist sehr interessant. In dem Moment ploppen quasi die Lichtbirnen der Außenbeleuchtung und alle so puff, puff, eine nach dem anderen aus. Ich bin das nicht. Ja, und Ronan kann als, ich glaube, du hast ja dieses Auspex-Ding immer an und Sam auch, ne? Dann könnt ihr mal Wits Awareness machen. Oh, hallo Donald Power, danke, danke. Da ist er ja. Ja, 5. Und Sam? Kommt gleich noch. Ja. Sam hat immerhin auch 3. Hervorragend. Ronans Nerven sind heute sehr dünn oder sehr aufmerksam. Ja, also ihr beide bemerkt dann hinter Scarlett, die irgendwie jetzt ja gerade, ich weiß nicht, gesagt hat, wie sich eine Gestalt hinter ihr, also wie eine Gestalt hinter ihr steht. Und dann hört ihr so eine tiefe, kehlige Stimme. Ich war's. Nicht erschrecken. Wer ist es? Könnt ihr ihn noch momentan nicht erkennen. Er sieht halt nur so ein Schemen im Nachtlicht. Zeig dich. Richtig. Wir wollen dich sehen können. Ja, tritt neben Scarlett. Ihr könnt halt immer noch nicht gehen, aber es ist halt mega dunkel. Und meint, die Gestalt sagt dann so, aber ein bisschen Probleme mit dem Licht der Zeit. Ja, und Adam meint dann, ist schon gut, der gehört zu uns. Toll. Yippie-yay, Schweinebacke. Also ich, ganz blöde Frage, entschuldige bitte meine Neugierde, aber du hast Probleme mit dem Licht. Kann ich also davon ausgehen, dass du einer von den Setiten bist? So hat man uns früher genannt. Ich bin nicht die einzige Kuriosität in dieser Stadt. Das ist schön, Scarlett. Ich freue mich total für dich. Aber wir sind jetzt hier gerade nicht, um Kuriositäten anzuschauen. Also bevorzuge ich den Namen Ministry. Wenn ihr schon einen Sammelbegriff für die Unsrigen haben möchtet. Verzeihung, ich wollte nicht zu nahe treten. Ich ahne Schlimmes. Ja, jetzt, wo er so ein bisschen mehr im Mondlicht zu sehen ist, könnt ihr halt sehen, dass er auch komplett in Schwarz gekleidet hat, auch so ein Mundtuch um. Also sieht quasi ein bisschen aus wie so ein Ninja. Das bisschen, was man sehen kann, hat auch etwas dunklere Haut. Ich muss da so an eine Münze denken, da ist ja jetzt auch Wumpe. Der Typ geht dann an Scarlett vorbei Richtung Adam. Hier ist noch jemand. Malcolm. Der gehört dann wohl zu uns. Versammlung der Dunkelnasen, ich verstehe schon. Man hört so ein leichtes Fauchen und Grummeln von der Gestalt. Ich werde ihn noch versuchen zu bekommen. Und Adam meint dann so, ich glaube heute nicht.
Ist kein guter Zeitpunkt dafür. Ein ganz beschissener Zeitpunkt. Und dann meint die Gestalt so, du weißt genau, welche Fehde ich mit dem hab. Das weiß ich schon, aber jetzt bitte nicht. Wir haben, Chad deutet auf die anderen, andere Probleme. Ach, Frieden, ist das nicht schön. Genau das, was ich vorhin auch meinte. Gut, wenn wir jetzt unter uns sind. Wo nimmt man die Patronenhülse auf, damit die nicht auf dem Boden liegen bleibt? Ich habe mich mit Adam nett unterhalten. Die Anarchen sind nicht Veranstalter dieser Partys. Nein, sind wir nicht. Und was ist mit Mr. Peter ist einer von uns, ja, ich weiß. Einer wegen Banditen wollte ich sagen, aber... Sorry, das war nicht mit Absicht. Manchmal unterschätze ich meine Kraft. Okay. Er hat es verdient. Also, Rohan nimmt jetzt tatsächlich immer die Kippe aus dem Mund, spielt damit so ein bisschen rum. Weißt du, Adam. Hey! Sheriff. Weißt du? Adam, lass den Titel stecken. Jetzt gerade ist es Ronan, okay? Weißt du, es hätte ein bisschen Arbeit erspart, wenn wir einfach ein neutrales Treffen hätten ausmachen können. Das sagte Sam schon, dass ihr davon ausgegangen seid, das wäre einfacher. Weißt du, wenn alle Beweise in eine bestimmte Richtung deuten, alle, und alle die Beweise kommentarlos schlucken, macht mich das stutzig. Das ist nämlich zu einfach. Und so, wenn es um Kaniten geht, ist nichts auch nur im Entferntesten einfach. Bruce sieht jetzt, wie Anna so ein macht und so ganz heftig mit dem Kopf nickt und dann Adam so zu ihr rüber guckt und dann so gleich so nein. ins Gesicht zu, so ein bisschen entgleist. Bleib liegen. Ich komme dann auch zu den anderen. Das ist halt einer der Punkte. Der andere Punkt ist, ja, natürlich, aus deiner Sicht kann ich verstehen, dass das wie eine Falle geklungen hätte, aber man hätte wirklich einen neutralen Ort ausmachen können. Ist jetzt aber auch Wumpe. Welchen neutralen Ort gibt es denn hier in dieser Stadt noch? Dieser scheiß verfluchtes Ding hier. Am Zweifelsfall am Rand der Wüste. Aber ist ja jetzt auch Wumpe. Der Rand gehört uns, das wäre nicht neutral gewesen. Okay, Klugscheißer. Wenn da irgendwas auf dem Boden rumliegt, tritt Sam jetzt frustriert dagegen. Okay, Klugscheißer-Modus an, kann ich auch. Ich lasse ihn jetzt aber mal ausgeschaltet. Ronan so krempelt sich so die Ärmel runter mit den ganzen Gang-Tattoos, hebt da so den Arm so ein bisschen an, schaut zu Adam. Ich bin vermutlich näher an eurem Clubverein dran als... Ah, lassen wir das. Was ist denn jetzt eigentlich hier passiert? Genau, wir bräuchten da mal so quasi das Mosaik in der Mitte. Wir wissen auch noch nicht lange, wie genau alles zusammenpasst. Wir haben es Ahmed zu verdanken, dass wir einige Informationen bekommen haben, die uns handeln ließen heute. Deutet so auf den Ministry Ninja. Es scheint so, als ob uns jemand den schwarzen Peter in die Schuhe schieben möchte. Ich weiß noch nicht genau, warum. Aber irgendjemand hat in unseren Reihen gewildert. Deutet so auf den Vampir mit dem fehlenden Arm auf dem Boden. Peter ist eigentlich ein ganz netter. Du hast doch einen konkreten Verdacht, oder wer es war? Laut deiner Aussage... Frank Graham. Ja, das ist das, was Ahmed sagt.
Er hat Frank beobachtet, wie er mit Peter und anderen gesprochen hat, und danach sind sie nicht mehr im Unterschlupf aufgetaucht für eine ganz lange Zeit. Und dann habe ich ihn rausgeschickt und habe gesagt, er soll sie finden. Ich habe zuerst gedacht, sie wären übergelaufen zu Camarilla, zu Angela oder so. Aber anscheinend sind sie im Krankenhaus gewesen. Und wenn man sich in dieser Stadt ein bisschen auskennt, weiß man, dass niemand eines Vampirs in das Krankenhaus bekommt, außer er hat irgendwas mit Graham zu tun. Sind die auf, sind, ist dann, nehmen ich eines dieser, nennen sie mal Splittergruppe, auch für den Überfall auf Angela verantwortlich, deiner Meinung nach? Wir hatten mit dem Überfall auf Angela nichts zu tun. Na gut, aber es macht ja theoretisch Sinn, wenn sich Frank welche von deinen Leuten geschnappt hat und John und der Dicke gesehen haben, wie irgendwelche Anarchen Angela weggeschnappt haben, wenn sie davon ja nichts wussten, dass die annektiert worden sind, dann passt die Geschichte wieder. Ja, man hört so ein Grummeln irgendwie. Ja, das passt nur zu gut. Irgendjemand versucht uns im großen Stil einen großen Haufen Scheiße an den Stiefel zu hängen. Ich glaube, letztendlich geht es gar nicht um euch. Ihr seid nur, sorry, Mittel zum Zweck. Je nachdem, wenn Frank irgendwie Ambitionen auf den Titel in dieser Stadt hat, dann wäre es ja ganz passend, wenn er euch erstmal Chaos. Wenn sich die Camarilla in einen Krieg mit den Anarchen verwickelt, was dann unweigerlich in den nächsten, ich schätze mal, 1-2 Wochen passiert wäre, spätestens, wenn das hier nicht gekommen wäre. Versteh mich nicht falsch, normalerweise bin ich immer sehr für Chaos, aber... Du, es gibt aber Chaos und es gibt Massaker in der Stadt. Das meine ich nicht. Ich meine nur, dass jeder für sich selber verantwortlich sein sollte. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert der Darwinismus, aber die Camarilla ist in ihrer eigenen Starr- und Sturheit gefangen. Oh ja. Wie schon immer. Und die Anarchen kriegen alleine nichts auf die Füße. Sorry. Weil jeder in eine andere Richtung trampelt. Das sind deine Erfahrungen von wo? New York. Mag sein, dass es da so ist. Die Stadt ist verflucht klein. Das ist, also in kleinen Städten läuft hier vieles anders, habe ich schon festgestellt. Der Punkt ist, für uns, rein aus vorbetrachtet, hat das so ausgesehen, als würden die Anarchen Rache an Angela nehmen, sie entführen, um ein Exempel zu statuieren. Als Verräterin zu brandmarken, whatever. Ich gebe zu, einige von uns wollten das wirklich. Deswegen passt das ja so gut. Und dann kommt diese Geschichte mit den Finnblatts. Ja. Die sich beschissenerweise wiederholt. Denn aus genau diesem Grund bin ich in der Stadt gelandet, mit so einem Kack-Scheiß-Bus, wie da vorne steht. Den sollten wir uns gleich mal gründlich unter die Lupe nehmen. Beim letzten Mal kam ich nicht mehr dazu, denn als ich schon mal in so einem scheiß Bus drin saß, bin ich in der Stadt gecrashed und ohne Gedächtnis aufgewacht. Mit einigen anderen zusammen, die alle nicht mehr so da sind. Ja, die vermummte Gestalt meldet sich nochmal zu Wort und meint dann so: Adam, einige sind geflohen noch. Waren nicht alle Kainiten. Ich denke, unter die Leute hat sich jemand gemischt. Einige andere, weiß nicht. Außerdem waren noch ein paar andere Kainiten hier, außer Malcolm. Weiß nicht, was sie mit der Sache zu tun haben. Aber sie sind auch fort. Richtig. Weißt du, wer es war? John, der Dicke, war noch hier. Und die andere, Malkav.
Aus dem Schmeißfliegen, die vom Dreck angezogen werden, wie immer. Ey. Die sind beide eigentlich ganz in Ordnung. John, in Ordnung. Ich kann mich nicht beschweren. Du vielleicht nicht, ja. Es gibt da so drei junge Menschen in Sacramento, die das Ganze sehr anders sehen würden, wenn sie denn noch am Leben wären. Wo wir aber beim Thema wieder aufwärmen von alten Geschichten sind, die gerade nicht zur Situation beitragen. Ja, ich weiß. Die Vermummte stellt sich so neben Ronan, nickt ihm so an. Ja, alte Feen. Ich bin echt ein Magnet, oder? Für was? Gruselige Gestalten, nichts für ungut. Nichts für ungut, aber ich lebe von meinem Ruf. Ja, kenn ich noch. Damit so bist du auch nicht der Einzige hier in der Stadt. Ich hörte davon. Wie ich sagte, alte Fäden. Also, was machen wir jetzt? Ich vermute, dass in dem Partybus irgendwo ein zweiter Boden oder ein Bodenfach sein muss, wo sie einen Blutbehälter aufgestellt haben. Das Blut ist leider zu stark verwässert. Ich habe es probiert, um Rückschlüsse zu ziehen, von wem es kommt, aber es war sehr stark mit Emotionen aufgeladen. Es könnte natürlich jemand sein, der gelitten hat oder der sonst was war, oder es war das Blut eines Brucher. Das würde passen. Alle, die bei uns verschwunden sind, sind Brucher, außer einem. Der gehörte zu Clan Gangrel. Bruce, hattest du nicht mal erzählt, dass noch zwei vermisst werden letztendlich? Ja. Nach dem Treffen mit Gnawa. Danach habe ich das Versteck gefunden, was leer war. Vielleicht waren sie auch Teil davon. Ich weiß es nicht. Oder Plenava arbeitet mit Graham zusammen. Das wäre mein Tipp. Ihr solltet dringend mal die Leute durchzählen, von denen du ganz klipp und klar sagen kannst, dass die okay sind. Das ist das große Problem. Ich weiß nicht mehr genau, wem ich vertrauen kann. Also, wem nicht. Außer Anna und Ahmed hier. Vielleicht noch zwei oder drei anderen, die... Peter, habe ich gedacht, ich könnte ihm vertrauen. Aber jetzt liegt er da ohne Arm. Willkommen in der Kamera. Das guckt so ein bisschen so... Jetzt so ein bisschen so ein... Das ist übrigens falsch. Die gehören nicht zur Kamarilla, die gehören zu den Anarchen. Ja, ja, aber willkommen im Chat jetzt gerade, meine ich, deswegen kurz, was Schumpenmundi da sagte. Wo keiner mehr weiß, was richtig und was falsch ist, aber dann sollten wir uns wirklich jetzt mal umsehen, vielleicht finden wir noch irgendwas. Und jeder, der irgendwie Kaugummi gekaut hat oder Zigaretten geraucht hat oder sonst was, der sollte die jetzt einsammeln. Früher oder später wird Polizei hier auftauchen, von irgendwem zumindest initiiert. Was Ron dann auch gleich nutzt, um schon mal die erste Kippe aufzuheben. Kurz für den Janus, wenn du dich interessierst für diese Titel, das ist das Buch, was du dir zulegen solltest. Achso, ist natürlich logisch, aber... Und dann fangen wir an. Was hier jetzt besprochen wird, dringt nicht an irgendwen, der außerhalb dieses Clubs steht. Und das schaut Adam direkt an. Was meinst du damit? Ich erstatte hierüber keinen Bericht, du Nase. Anna sagte sowas von wegen, ich sollte mehr Vertrauen haben in ihre Worte und deinem Amt nicht zu viel beimessen, obwohl ihr mir damals ziemlich ins Handwerk gefuscht habt. Sorry, als du mit den Hells Angels vorfahren und gegen die Tür treten, funktioniert nicht immer. Ich habe den Posten angenommen, damit in der Stadt Ruhe möglichst einkehrt und ich die Idee hatte, dass beide Gruppen zusammen funktionieren.
Die vermummte Gestalt meldet sich nochmal zu Wort und meint dann, bis der Schriftzug kam, oder? Autsch. Ja, das hat alle Pläne zunichte gemacht und damit auch meine Autorität, bevor ich sie aufbauen konnte, zerstört. Möglicherweise hängt dieser Schriftzug auch über Umwege mit Graham zusammen. Inwiefern? Das ist eine etwas längere Geschichte und ich glaube, wir sollten uns zuerst diesen Bus hier anschauen. Kurz gesagt, bevor irgendjemand kommt, um ihn hier wegzuschaffen. Kurz gesagt, er hatte einen Ghoul, der ein bisschen fixiert war. Aber ja. Vielleicht kann ich mir diesen Bus mal in Ruhe ansehen und dass ich in einer Stadt ohne Gedächtnis aufwache. Wäre mal was Neues. Ja, die Adam meint dann so, dann lass uns den Bus mal auseinandernehmen. Ahmed und die anderen werden sichern, dass uns hier keiner überrascht. Das wäre großartig. Ach ja, und achtet auf Vögel. Ja. Jetzt hörst du so ein Fauchen von Ahmed. Ich weiß. Gut. Ich komme gleich danach. Geht schon mal vor. Er dreht sich weg und geht so ein bisschen in die Schatten rein und man hört so eine Klinge, die irgendwie gezogen wird. Verblüffend diese Ähnlichkeit. Es wäre ein Ehren Malcolm, eineiige Zwillinge. Scheiße, vielleicht waren sie es mal. Gut, Partybus. Yay. Also, dumm. Wenn es so rumgeht, also, Ronan betreibt so ein bisschen so auf dem Weg so ein bisschen Tatortsicherung, wie er das halt gelernt hat, so mit dem Polizeiauge gucken, wo Polizisten gucken würden. Meistens ist es ja Wumpe, aber zumindest, dass keine kinetischen Spuren hinterlassen werden. Vor allen Dingen keine Patronenhülsen und so weiter, dass die halt aufgesammelt werden. Er sammelt seine Fluppen alle auf, die er verraucht hat. Ja, also wonach sucht Ronan denn jetzt speziell? Kannst du ja auch mal direkt dann, wenn du dir das ausgedacht hast, mal Investigation und Wits würfeln? Investigation und Wits. Musst du dann auch einfach nur mal kurz zu Anna gehen? Ja, auch nochmal sagen, probier deinen Kopf so wenig wie mich zu bewegen. Ich komme gleich wieder. Ich muss Ronan helfen. Dann würde ich dich auch dabei unterstützen. Ein bisschen mit Autos aus. Sam würde das Pferd von der anderen Richtung aufzäumen, nämlich von diesem Getränkeausschank stand, da wo sie dieses Zeug gezapft haben und da hinter diesen Ausschank gehen und gucken, wo das Zeug denn herkam, ist da, ob da ein Tank drunter ist oder. Ja, ihr hattet beim letzten Mal ja schon so eine Leitung, die ihr zum. Die hatte ich nicht gesehen, die hatte genau, Sam IT nicht gesehen. Die würde sie jetzt finden und der hinterhergehen. Ja, Ronan hat ein Bestial Quid. Das Tier investigiert in Ronan. Ach, ist das schön. Dann sieht das tatsächlich so aus, dass Ronan da auf den, also so ein paar Schritte auf den Platz geht, den Partybus sieht und dann irgendwie kurz was so in Erinnerung scheinbar schwelgt. Dann den Kopf schütteln, dann sich den so das ganze Feld betrachtet, den Kopf leicht schief legt, anfängt zu schnuppern, so richtig instinktiv, dann tatsächlich komplett in die Hocke geht, beide Hände auf den Boden legt. Die Augen fangen an, leicht grünlich zu glimmen. Und mit einer Mischung aus
auf zwei Beinen und auf vier Beinen laufen, fängt er an, sich sehr, ja, schon fast spinnenartig, so würde man sagen, zu bewegen, um zu schnuppern. Dann gibt er da einen Zigarettenstummel auf, an der anderen Seite einen Patronenhülse oder ein Kaugummi. Und das dann instinktiv, dass es ja einfach alles zusammenrappt und dann hier so einwickelt, in seine Weste einwickelt. So wird das Ganze sehr in richtiger creepy Spinnenmanier, wie er da über den Boden hantiert. Und die Nase und den Mund tatsächlich nur so wenige Zentimeter über dem Erdboden hat. Adam legt den Kopf schief. Was macht er da? Ich weiß nicht. Er versucht gründlich zu sein. Eben. Schau so nach links, nach rechts. Witzig, das sagt man eigentlich deinem Clan nach. Irgendwie schon. Naja, ich geh mal rein. Also ja, apropos, halt es tritt noch jemand über den Hang, den Platz. Chef, wir haben sie verloren. Sind weggelaufen. Und wenn ihr jetzt rüber guckt, ist es in der Tat ein bisschen eigenartig, weil ihr gerade Ronan mit so wie so ein Spinnending halt ablaufen sehen. Weil die Gestalt, die da gerade kommt, nicht nur zwei Arme so hat und damit herumwinkt, sondern so an den Seiten so zwei Spinnenbeine aus dem Körper rausgewachsen sind. Außerdem hat er anstatt einem Auge so ein Spinnenauge, so ein Facettending. Bruce hat gerade andere Probleme. Ich gehe in den Bus rein. Ja. Siehst du halt diese Lounge, die Sam ja beim letzten Mal auch schon gesehen hatte. Ja, wenn das geht, würde ich mir vorher irgendwie so eine, ich weiß nicht, irgendeine Stange, irgendein Rohr, irgendwie ein Stock oder sowas genommen, der fest war, mal gucken, wo generell da vielleicht irgendwie auf dem Boden oder sowas, vielleicht Hohlräume sind, da immer mal so abklopfen, gucken. Ansonsten, wenn ich da ist halt ein Bus, natürlich ist da drunter hohl. ja, und dann würde ich gucken, ob ich da mal meine Klappe aufmachen kann. Ich kenne mich ja immer ein bisschen mit Autos aus, ob ich da vielleicht halt irgendwelche Apparaturen finde, die da nicht so reinpassen. Ja, aber Ronan hat ja auch immer noch einen ziemlich hohen Crit gehabt. Er schuldet mir noch eine Antwort, was er genau sucht. Also es geht jetzt tatsächlich darum, also jetzt kümmert er sich ja erstmal nicht um den Bus, sondern die Tatortsicherung. Er möchte halt alles entfernen, von dem er denkt, dass es die Polizei verwerten könnte oder dass es ein Kainit verwerten könnte in dem Moment. Ja. Das Blut kann man halt schlecht verschwinden lassen, also die Becher kann man halt schlecht verschwinden lassen. Du kannst es zwar auf den Boden gießen, aber ein Vampir wird es riechen. Aber halt alles, was so auf die Teilnehmer hindeutet. Auch falls einer ein Portemonnaie hat fallen lassen. Ein Handy. Alles, was irgendwie darauf hindeutet, wer hier gewesen sein könnte. Oder wo man Rückschlüsse ziehen könnte, wer die Person ist. Also Erkennungsmerkmale. All das wird eingesammelt. Ja. Dann wirst du natürlich eine Zeit lang. Dann wirst du tatsächlich ein liegen gelassenes Stück Haar oder so sehen, was sich ein bisschen irgendwie, was das Tier halt irgendwie mehr erschnüffelt und erwittert als Ronan selbst. Und so eine Haarsträhne, die ja irgendwie festgehakt ist an irgendeinem an so einem Mast. Und Ronan würde das niemals wahrnehmen, aber das Tier in Ronan und der Auspex, der gerade in auf Hochtouren läuft, wittert einen merkwürdigen Geruch an diesem Haar. Ein Geruch, der Ronan bekannt vorkommt. Es riecht ein bisschen nach Jelly, aber dann wieder doch nicht richtig, sondern eher nach der Person, die du als letztes geküsst hast.
Also er bleibt dann da regelrecht hängen. Zwei, dreimal Kopfschütteln. Stellt dann fest, dass er, was er schon alles gesammelt hat, so die Weste aufgerollt. Ja, so ein paar Münzen und ja. zieht sich dann Handschuhe noch an und nimmt das Haar so. Langsam wird es wunderlich. Welcome to the 80s. Dann greift er an seine Seite, sie nimmt dann so ein kleines, so ein Evidence-Beutel. hat mal jemand eine Tüte, eine etwas größere, steht da mit der hochgerollten Weste. Ja, diese Gestalt mit den Spinnenbeinen kommt runter und reicht dir so eine Plastiktüte. Also so eine, also eine Einkaufstüte. Hey, danke, Spider-Man. Mach bloß keinen Witz. Das träume ich nicht, oder? Seufzt. Okay. Krasser Move. Danke. Ich frag besser nicht. Nein, ich frag nicht. So hat sie den Mund wieder aufgeblasen. Nein, ich frag nicht. Ja, also während du dann draußen da herumschnüffelst, reißt Bruce drin den Bus auseinander. Ja, immer in einigermaßen fachlicher Manier. Also ich würde halt so irgendwelche Plastikverkleidungen dann einmal so einfach rabiat wham, rausreißen. Ja. Irgendwelche Bodenplatten hochheben, so aufhebeln oder so. Dann entdeckst du tatsächlich so eine Art Leitungssystem, was man in den Bus verbaut hat. Irgendwie das auch mit der Zapfanlage irgendwie in Verbindung steht und wo die Leitungen halt deutlich ja dahin gehen, wo sonst halt dieser Gepäckraum des Busses ist, also unten drunter. Mhm. Ja, ich lasse dann alle Platten, die ich rausgerissen habe, alle Verkleidungen, die ich abgebrochen habe, lasse dann erstmal da liegen und gehe dann mal zum Gepäckraum, würde den öffnen. Mhm. Ja, du musst natürlich Gewalt anwenden, weil es verschlossen ist. Aber das sollte für Bruce jetzt ja kein großes Problem sein. Ja, ich werde dann auch einmal zu den anderen dran rufen. Leute, kommt mal. Müsste hier was sein. Und dann stelle ich mich so richtig dagegen und mit voller Gewalt einmal mich das Ding mal aufhebeln, aufbrechen, was da nötig ist. Ja, und wenn du den Kofferraumteil irgendwie aufbrichst, schwappt dir so eine Art Schwärze entgegen. Weil irgendwie das Kofferraumlicht geht erstens nicht an und zweitens ist es ja um euch herum, weil die ganzen Lampen mehr kaputt gegangen ist, auch dunkel. Und drittens hast du aber nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine richtig reale Dunkelheit ist, sondern dass es so eine, ja, künstliches Ding ist, was halt auch mit dem Öffnen des Deckels halt so rausschwappt. Als wäre es so dunkler Nebel oder so. Kann ich den nochmal dann irgendwie so bis zuhören, bis die anderen auf jeden Fall kommen? Ich habe einmal gerufen. Kannst du wieder zu machen, ja. So leichte Schwaden davon ziehen dann irgendwie über die Kante. Scarlett, kannst du einmal kurz... Ja, klar. Was? Was soll ich machen? Schau mal den bitte. Ich glaube, das ist nicht ganz normal. Und dann mach ich die Klappe wieder hoch und dann... Ja. Weißt du, was es damit auf sich hat? Sieht Scarlett auch, dieses rausschwappen, Nebel, dickflüssiger Nebel in Schwarz. Dunkelsuppe ist eine gute Beschreibung, danke, ja. Aber das kann ich differenzieren, das sind nicht meine Schatten, das ist was anderes, oder? Nee, das sind definitiv nicht deine Schatten, nee. Das wirst aber du. Sind es Schatten? Also kann ich das könnte ausmachen? Sein, ja. Dann weiten sich so Scarletts Augen. Es gibt noch jemanden wie mich. Ja, aber vermutlich auf der falschen Seite. Also, hat es was mit deinen Kräften auch zu tun? Nicht mit deinen, aber mit ist, ja, dieser Art. Es könnten definitiv Schatten sein, ja. Zumindest jemand, der das benutzen kann.
Ja, und wenn Ronan sich zurückerinnert an den Partybus, hatte er ja auch sowas Ähnliches entdeckt als letztes, bevor der Crash war. Tja, also da schließt sich ein beschissener Kreis. Also bevor es dunkel wurde, witzig. Also bevor es bei mir dunkel wurde, wurde es im Bus dunkel mit sowas. Die Leitungen gehen auch hier alle zusammen. Können wir mal reingucken. Kannst du das Dunkel wegdunkeln? Ich glaube nicht, nein. Wenn es meine wären, könnte ich die wegdunkeln, ja, aber Fremde kann ich nicht. Wir brauchen ganz viel Licht. Du, Ronan, die Schatten haben nichts mit Licht zu tun. Die kommen direkt aus dem Abyss. Da kannst du mit einer Taschenlampe draufleuchten, bis du schwarz bist. Wie auch immer. Ich würde dann mal da so reingreifen. Wie ist es mit Feuer? Ich habe es noch nie versucht. Es schwappt jetzt halt auch so ein bisschen da raus zwischen eure Füße und man sieht halt auch langsam, dass so kleine Tentakel halt hochkommen und dann wieder rausgehen. Oh Gott, wie süß! Ron macht mal das Feuerzeug an und geht mal ein bisschen näher. Ja, das Zeug weicht ein bisschen zurück. Aha! Gott, möge die strahlenden Anwesenden mir bitte eine Fackel reichen und dann ganz weit wegrennen. Ronan, wo Gott, kriege ich eine Fackel her? Bist du dir da sicher? Wo hat dieser Scheißbus seinen Benzintank? Kennt sich irgendwer mit dem Zeug aus? Ja, Bruce kennt sich ein bisschen damit aus, ja. Ich habe jetzt keinen Bock, dass sich Ronan hier in die Luft sprengt und uns vielleicht gleich noch mit. Weiß ich das, ob der da in der Nähe ist? Nee, ist er nicht. Nee, der ist weiter vorne. Passt schon. Wobei du jetzt auch nicht genau sagen kannst, wie der umgebaut ist, der Bus, ne? Also, weil ist ja alles schwarz. Also, wer weiß, was die da eingebaut haben hinter der Schwärze. Wobei, ich weiß nicht, die haben oben schon irgendwas umgebaut, eingebaut. Ich bin jetzt kein LKW-Fachmann oder so, keine Ahnung. Kann auch sein, dass die den umgebaut haben, aber eigentlich nicht. Also wir brauchen echtes Licht, schneidet aus, oder Feuer, um da näher reinzugucken. Moment. Es sei denn, jemand kann durch Dunkelheit durchgucken. Ja. Das war's. Ja, Bruce ist ja durchaus geübt in so Survival-Sachen. Ich würde mir dann irgendwie an den Rand dieses Platzes gehen, mir so einen Stock suchen, deswegen ein bisschen was von dem neuen Hemd abreißen, drumherum wickeln und ja, ich würde versuchen, mal mir eine Fackel zu machen. Kurze Frage, würde mir da das Oblivion-Sight helfen? Du bist gemutet. Kannst du ja mal anschmeißen, ja. Mhm. Ja, dann sieht man bei Scarlett wieder, wie die Augen schwarz werden und ich jetzt ganz intensiv in dieses Businnere gucke. Ja, wir bleiben für den Moment noch bei Bruce mit der Fackel. Wie macht er die denn an? Würfeln gleich auf Rötschrein. So, sowas von. So. Gut, das ist, glaube ich, ein Ding, was Bruce aber noch nie hatte. Nee, aber ich meine zumindest Fortitude hilft mir da so ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich guck mal, das ist ja wie auf so einem Parkplatz außerhalb. Ich würde mal, wie gesagt, schauen, ob ich da irgendwie einen Stock finde, der einigermaßen genug ist. Ich werde mich auf jeden Fall mit Knoten auskennen. Ich würde das auf jeden Fall irgendwie sicher oben an den Stock machen. Und dann mal gucken. Man kann ja einmal im Bus schauen, wo die Benzinklappe ist. So, mal gucken, ob da noch ein bisschen so Restbenzin ist, dass das dann anzünden kann auf etwas weiterer Entfernung. Das weiß ich immerhin. Ja. Oder zumindest habe ich mal davon gehört. Er hatte noch mal so richtig Probleme mit grellem Licht. So. Okay, dann, wenn du dann irgendwie Benzin drüber kippst und das irgendwie mit drohendes Feuerzeug oder sonst irgendwie anzündest, dann mach doch mal einen Terror Frenzy Check. Ist das ein ganz normaler Frenzy hier im Bogen? Ja, Schwierigkeit ist 2. Hm. Oh, macht er was? Ja. Ja. Psst.
Das würde er nicht schaffen. Mhm. Kann ich Willpower ausgeben dafür? Mhm. Das würde ich dann tun. Willpower, reroll. Hm. Nee. Tja, dann bricht das Tier in Bruce raus und das Einzige, was das Tier will, ist weg von dieser Flamme und weg von der. Das macht dir den größten Terror, der in dir hochbrodelt seit, keine Ahnung. Ja, das ist das Schlimmste, was du jemals gesehen hast gerade. Ja. Gucken wir kurz bei Fortitude. Aber ja, das passt sowieso eigentlich gerade recht gut. Also Bruce ist sowieso die ganze Zeit irgendwie total, ja, aufgedreht irgendwie und halt, ne, wirkt auch sehr angespannt und dann macht er das halt auch mehr so grob, irgendwie tut das Ding da in das Benzin und dann wahrscheinlich irgendwie erzeuge ich irgendwie Funken, das Ding geht in Flammen auf und dann halt das noch so einen Moment fest und dann lässt sich die auch noch so fallen, aber nicht in den Bus rein oder so. Ja. Das gilt für jeden, ne, der das dann nehmen möchte, ne? Ja. Ja, der kommt auch so raus bei mir wirklich und verzieht mich erstmal ein paar Meter wirklich. Moment. Achso, das war ein Mittelmenschlichkeit, ne? Mhm. Ja. Was war das für ein Modifier? Kein Modifier. Oder nur zwei Erfolge? Du brauchst zwei Erfolge. Sein, ne? Ja. Okay. Ja, schaffst du. Als Kettenraucher ist nur ein größeres Feuerzeug. So dieses... Okay. Also mit der. Ja, du siehst jetzt irgendwie, wie Bruce wie so ein. Also in Panik quasi den Weg meidet, in den du hinleuchtest. Ja, ich werde auch wirklich dann in so einer gehockten Position beiseite weichen, mach so richtig mein Maul halt auf und dann wirklich, ich hab so lange Fangzähne und dann. Ja. Schau alles auch. Gut. Alles gut, Bruce. Halt dich ruhig bedeckt, das ist okay. Kann ich da eigentlich ungestört gucken, während die beiden da ihr Feuerwerk veranstalten, oder? Ja, also du schaust ein bisschen dir den Schatten an, richtig durchschauen kannst du nicht. Aber das ist definitiv ein Ding, was aus dem Abyss hervorgekrochen ist. Irgendwie sehr faszinierend, weil es irgendwie nichts genau so ist, wie du das kennst. Und vor allen Dingen siehst du auch keinen Erzeuger oder sowas in der Nähe. Irgendwie, zumindest weißt du das von deinen Schatten irgendwie, dass du ja irgendwie immer in der Nähe sein solltest oder so. Aber du kannst jetzt hier nichts wahrnehmen, was in der Nähe wäre. Oder es sei denn, irgendwo versteckt sich noch ein Vampir oder so. Aber richtig durchsehen. Weiß nicht, ob du jetzt den Schneid hast, da irgendwie reinzugreifen oder richtig reinzukriechen. Das weniger, aber ich würde gerne versuchen, quasi mit meinen Schatten quasi wie so einen Weg da reinzubahnen. Quasi, ich möchte selber mir so eine Tentakel holen und so. Musst du dafür was würfeln? Ja, definitiv. Du brauchst einen Rouse-Check auf jeden Fall dafür, ne, wenn du Tentakel holen willst. Korrekt. So. Erstmal den Rouse-Check. Ja, Hunger steigt nicht. So, du. Das ist Oblivion. Okay. Ja, das sind dann zwei Stück. Zwei Tentakel. Mhm. Ja, die schaffen das relativ problemlos, diesen dickflüssigen Schatten. Nebel irgendwie beiseite zu drängen, sodass du ein bisschen Platz hast, dahinter zu sehen. Und du siehst dann dahinter tatsächlich so ein Leitungswirrwarr, was in so
ja, in so Kanülen oder Kanistern endet, die halt mit roter Flüssigkeit gefüllt sind. Mhm. Ja, und da sind merkwürdige arkane Symbole halt noch irgendwie auf den Innenraum des Kofferraums gemalt und auf den Kanülen selbst auch. Ronan? Ich brauch dich mal. Ja, kein Problem. Mit der Fackel. Weißt du, was das für Symbole sind? So. Sag mir bitte, dass du aufgepasst hast. Ich bin der einzige Tremere, der im Okkultunterricht nicht aufgepasst hat. Ob wir irgendwas würfeln? Int Okkult oder was? Ja. Oder Intelligence und Okkult. Für Ronan ist es wahrscheinlich eine Schwierigkeit 3 oder höher. Na, danke auch. Ich meine, ich bin jetzt, was Okkult angeht, jetzt auch nicht so belämmert. Könnte ich es auch probieren? Ah! Ja, ja. 3. Ja, passt doch. Ich hab die schon mal... Scheiße, ich hab die schon mal gesehen. Das ist nicht gut. Sind halt, ja... Also das ist, kannst nicht genau erkennen, also so richtig aufgepasst hast du ja nicht im Okkultunterricht und so, in, aber es ist definitiv was für eine Beschwörung und Eindämmung, aber auch gleichzeitig. Also es ist Beschwörungsdingens und gleichzeitig auch Schutz, also so quasi wie wenn du das Pentagramm hast mit dem Schutzkreis drumherum. Na, das würde passen. Quasi die Schattensuppe als Schutz, also als Beschwörung und die Schutz, dass ich da jetzt vielleicht nicht dran touchen sollte. Vielleicht. Ja, Scarlett erkennt noch ein bisschen mehr, dass es tatsächlich irgendwie etwas mit dem Abyss zu tun hat, da jemand halt, also das, worauf die La Sombra halt instinktiv oder durch das Tier Zugriff haben, hat jemand quasi einen Teil des Abyss aus dem Abyss herausgenommen und hier eingebannt. Wer auch immer das getan hat, ist sehr mächtig. Ja, natürlich. Wäre zu schön gewesen, mal einen Anfänger zu treffen. Was denkst du? Macht das Ding Bumm, wenn wir es... Oder zieht uns das alle in den... Wenn Ronan mit der Fackel übrigens näher kommt, werden die Schatten sich halt verteilt verziehen und kleiner werden und weniger werden und so. Tatsächlich würde ich eher sagen, was Sam vorhin gesagt hat, einfach das ganze Ding in die Luft sprengen. Ich würde jetzt nicht drauf wetten, dass wir das Ding anfassen sollten. Weil dafür sind die Symbole da. Und wer es schafft, Schatten so einzubauen, dass die quasi als einen Schutzschirm fungieren, der macht auch böse Aua mit diesen Symbolen. Würdest du aber sagen, das hat einer von deinen Leuten gemacht? Nein, nicht hier zwingend. Hier hat sich jemand unserer Schatten bedient. Diese Schatten, die du hier siehst, normalerweise muss einer von uns in der Nähe sein, muss sie aufrechthalten, muss sie rufen. Die hier wurden wie ausgeschnitten und hier eingesetzt. Das ist ein Ritual. Das heißt... Ist das nicht alles zu gewissen Briefen, die wir kennen? Wie war das noch? Jemand, der die Stadt verlassen kann? Er meint den Prenava? Ja. Möglich. Das war kein Anfänger, das ist klar. Und die Kunst der Abyss-Beschwörung ist nichts, was man dir in der Pyramide beibringt. Entweder musst du das selber lernen, was nicht so einfach ist nach dem Sturz von Wien, oder du hattest Hilfe von jemandem, die sich damit auskennen. Abyss-Forscher, Nekromanten. Hatte Pnava Alexander? Nicht, dass ich wüsste, aber Alexander war ein Wissenschaftler. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich vielleicht mit einem kompetenten Geist ausgetauscht hat. Quid pro quo. Und wir wissen ja, dass er sein Wissen schon gerne weitergegeben hat. Hat mal jemand ein Handy? Ich guck dich so ein bisschen an, echt jetzt. Oder ein Fotoapparat? Aber kannst du jetzt bitte mal die Fackel ausmachen?
Ich hätte nur gerne ein Bild davon gemacht. Du hast doch immer einen Block und einen Stift dabei. Zeichne es doch ab. Ich muss mal ganz kurz weg. Kriegt ihr das gerade eine Diskussion hin ohne mich? 5 Minuten oder so? Sonst machen wir eine Pause. Da kriegt ihr hin, ne? Ja, ja. So, und du malst dich da jetzt die so typische Symbole jetzt mal ab, die er da sieht. Und dann Fackel. Aber das, dann sollten wir vielleicht diesem Prenava mal einen Besuch abstatten. Wissen wir, wo der ist? Was der macht? Im Hotel, denke ich. Ja, vermutlich. Da, wo ich ihn immer abgeholt habe früher. Na ja, gut, ich meine... Es wäre aber auch nicht schlecht, sowas Veronica zu zeigen. Wegen Prenava, ich bin mir nicht sicher, ob er noch in dem Hotel ist. Ja, seit das Auto in die Luft geflogen ist oder seit sein Wagen in die Luft gesprengt worden ist. Oder, was heißt gesprengt, er ist implodiert? Also hat Prenava einen Feind hier in der Stadt? Wer nicht? Das hat mir Isaiah das erzählt. Ich meine, ich keine Ahnung, wie viel man auf Isaiahs Aussagen jetzt geben kann, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass er da irgendwie ein Blödsinn erzählt hatte. Also, Das mag schon sein. Dann müssen wir trotzdem immer noch rausfinden, wo der ist. Müsste das nicht eigentlich diese Veronica wissen? Machen das nicht die Primogen oder so? Normalerweise, der Prinz und die Primogen sollten wissen, wo er sich aufhält. Aber ich würde eher zur Tremere Primogen tendieren als zu Sabra. Naja, ich meine, das Problem dabei ist, hast du nicht gesagt, dass er sich wohl auch nicht so gut mit Veronica versteht? War da nicht dieser eine Auftrag, wo du mit ihr reden solltest? Ich weiß nicht, ob es ein gut oder schlecht Verstehen ist. Immerhin, vielleicht hat er ihn nicht getraut oder so. Zumindest musste ich einmal in seinem Auftrag mit ihr reden. Wobei ich keine Informationen rausholen sollte, ich musste sie einfach nur ablenken. Aber trotzdem, Versuch ist es wert. Falls nicht, können wir ja vielleicht einen Nosferatu fragen. Die wissen ja eigentlich immer ganz gut Bescheid, was in der Stadt passiert. Da ihr seid immer so ein Quid pro Quo-Ding. Wir wollen was und die wollen was. Das ist das Problem dabei. Aber wenn wir sowieso die Zeichen Veronica zeigen wollten, dann können wir sie auch nach Panava fragen. Richtig. Eben. Er war doch ihr Lehrer, wenn ich mich noch recht entsinne. Das passt noch so besser. Und ich weiß, dass Andrew ja auch mit ihr geredet hat. Ja. Was diese... Sie zeigt so an sich rauf und runter. Ganze Sache angeht. Und ich glaube, wenn Alexander dafür bestraft wurde, dass er sie angeblich angegriffen hat, wahrscheinlich hatten die beiden auch eine Beziehung oder stand in Austausch miteinander. Wie gesagt, wir waren in der Stadt nie gern gesehen von manchen Clans. Weiß ich nicht, ob das Veronica einfach nur als Mittel zum Zweck gesehen hat. Ja, oder es sind, ich meine, die Tremere sind auch Gelehrte, ne? Veronica hat sich auch mit Leben nach dem Tod und Auferstehung und solchen Dingen beschäftigt. Da wäre es ja eigentlich nur naheliegend, dass sie sich vielleicht mit Alexander tatsächlich so, dass die beiden vielleicht auch vernünftig genug waren, um zu sagen, wir sehen jetzt mal über diese ganze Clan-Sachen hinweg, wir sehen uns jetzt mal nur als Menschen, die auf der, oder, ja, Menschen, alte Gemeinde. Ich weiß, was du meinst. Auf der Suche nach Wissen, die gemeinsam Interessen haben und da mal diese ganzen Dünkel beiseite geschoben haben, um sich auszutauschen. Möglich wäre es. Ja. Ronan! Ähä? Ich glaube, wir müssen zu deiner Primo gehen. Habe ich was verpasst? Naja, wir die Zeichen sollten wir ihr zeigen. Mal deine eigene Idee und wir, vielleicht weiß sie, wo Panava steckt. Wir sollten uns
überlegen, was wir ihr erzählen wollen. Also, versteh mich nicht falsch. Ich halte sie von dem Primogenesrat vermutlich für die, der man am ehesten trauen kann, weil sie keine Ambitionen in die Richtung des Herrschens hat. Wir können ihr theoretisch von diesem Bus hier erzählen, von dieser Schwärze da, von diesem Waberzeug, was ihr hier gefunden habt. Und sie fragen, ob sie vielleicht, nachdem es Scarlett nicht war, die das erzeugt hat, ob sie vielleicht weiß, wer das gewesen sein könnte oder ob der hier in der Stadt noch zu so etwas fähig sein könnte, weil sie ja wahrscheinlich im Austausch mit Alexander irgendwann mal stand. Die Frage ist... Könnt ihr nicht eine Probe mitnehmen und ihr das zeigen? Ich weiß nicht, ob man sowas abfüllen kann. Kann man sowas abfüllen, Scarlett? Ich habe es noch nie probiert. Und ich gucke mir, hat dieser Kainit mit den Spinnenarm, hat er noch einen Beutel? Also ich würde ihn mal so fragend angucken. Sieht so aus, als hätte ich hier 1000 Beutel mit mir herumschleppen oder was? Das war der Beutel, den ich meine... Naja, reden wir nicht drüber, was da vorher drin war. So eine Tüte mit Evidenz. Ich weiß aber nicht, ob man so ein... Kann man da was rausschneiden? Das weniger. Ich würde mal die Tüte nehmen, die so aufmachen und so ein bisschen awkward da rangehen und dann so, wie als wenn man so im Wasser quasi eintaucht, so und dann so kannst du tatsächlich ein bisschen was einfangen. Es ist natürlich jetzt nicht total dicht, das heißt, es versucht da, also man merkt auch, es versucht halt irgendwie, es macht so Beulen und so, es versucht rauszukommen. Oh Gott, ist das niedlich. Scarlets Augen werden ein bisschen weich. Warum muss ich jetzt an Lovecraft-Geschichten denken? Egal. Guck mal, das pokt voll von innen dagegen. Ja, Scarlett, und es entzieht Lebenskraft. Es dürfte Sie interessieren. Die Frage ist, wie gesagt, was erzählen wir über Graham? Vielleicht erstmal noch gar nichts. Wollt ihr alle mit ihr reden oder soll ich mit ihr reden? Wird sie schon mal so privat kennenlernen? Wir waren alle hier. Na gut, Zeugen. Ist das eine gute Sache, dass ich mitkomme, mein Elm? Du bist auch Zeuge und im Zuge von diesem ganzen Partysache sind Leute von dir zu Schaden gekommen. Wir können es relativ offiziell machen. Wir können auf dem Weg dahin ein Schreiben aufsetzen, quasi deine Aussage. Bevor ich wieder ein wichtiges Detail vergesse, fällt mir gerade ein, was ihr auf diesen Kanistern und Beuteln noch irgendwie als Hinweis noch habt, ist, dass die eindeutig so ein medizinisches Symbol tragen. Das heißt, die kommen aus dem Krankenhaus. Sie jetzt nicht zwingend, aber ja, das Einzige, wo... Es liegt nah. Gut, das ist aber noch kein Beweis, weil solche Dinger kann man auch klauen und die kann man auch von Menschen klauen lassen. Dass medizinisches Equipment gestohlen wird, ist Alltag. Also... Aber dann, Adam, dann können wir auf dem Rückweg deine Aussage aufnehmen. So, als wenn wir uns ganz normal getroffen hätten. Dass du mit den Sachen nichts zu tun hast. Dass hier jemand intern versucht, dir Leute abschwänzig zu machen. Das heißt, es geht jetzt den Camarilla-Weg, oder wie? Ich habe gern was in der Hinterhand, nur für den Fall der Fälle. Wenn ihr mit dem Typen redet, mit Graham, sag ihr von mir einen Stinkefinger. Und falls ihr gegen ihn vorgehen wollt, meldet euch. Ich hau ihm gern ein paar in die Fresse. Adam, über kurz oder lang. Da musst du mir schon einen Vortritt lassen. Über kurz oder lang werden sich die Dinge in der Stadt ändern. Aha.
Keiner von uns hier ist mit der Führung einverstanden. Kein einziger. Na, das ist doch mal eine erfreuliche Wendung der Dinge. Und Anna macht so. Und darum haben wir Posten angenommen, damit wir möglichst nah und hoch aufsteigen können, um uns genug Macht aufzubauen, um agieren zu können. Der Satz könnte von einem Ventru stammen. Entschuldigung. Ich in der Tat. Ja, ja, aber Ronan hat recht. Und genau das hatte ich Adam eigentlich auch gerade eben auf der Bühne schon erklärt. Das ist, Verzeihung, das klingt, wenn man es einfach nur so hört, ein bisschen fantastisch. Weißt du, du könntest mal versuchen, es zu verstehen oder einen Schritt auf uns zuzugehen. Ich meine, ja, wir stehen jetzt hier und unterhalten uns mit dir, ohne dich irgendwie anzeigen, anklagen oder sonst was zu wollen. Keiner von uns. Ich bin der Letzte, der sich darüber beschwert. Also. Hättet ihr mir damals bei dem Politikzeug nicht dazwischen gefunkt, wäre das alles anders hier. Da habe ich nichts mit zu tun. So, Ron, nehmt ihr an. Ihr habt euch mit Politik beschäftigt? Ich indirekt. Ich habe direkt gesehen, was hier für ein Drecksloch und Stadt es hier ist und habe versucht, das Ganze ein bisschen subtil in eine bessere Richtung zu drehen. Garlet guckt ihn so an. Du und subtil? Sehr subtil. Also Ron macht den Mund auf, macht ihn wieder zu. Ich hätte auch, wie das jeder andere Bucher vielleicht macht, einfach hingehen können und alle Leute verkloppen. Willst du das machen, oder wie? Das war das, was Anna vorgeschlagen hat. Nur zum Gurgeln des Manchmal wäre das vielleicht tatsächlich die bessere Lösung gewesen. Sagte die Toreador. Was habe ich denn dieser Stadt zu verdanken? Sam, nichts. Genau. Aber wir sind nun mal hier drin und wir kommen nicht raus. Richtig, noch nicht. Das heißt, wir arbeiten ab sofort zusammen? Das geht in die Geschichte ein. Passt auf, wenn alle Pläne reifen sollten, wäre mein Ansatz, wir scheißen auf Anarchen und scheißen auf Camarilla und machen einen eigenes Ding. Aha. Und das Ding hat dann den Namen O'Connor Gruppierung. Auch das Ding überhaupt einen Namen? Oh, echt? Du weißt so. Sag mal, was hat Angela überhaupt jemals an dir gefunden? Boah. Was für ein Idiot, echt. Sollten wir sie fragen, wenn wir sie gefunden haben? Das ist noch ein anderes Ding. Und was den Namen betrifft, und zuckt so ein bisschen die Schultern, hey, ich war Teil der irischen Mafia. So eine Struktur hätte ich hier aber nicht gerne. Sie funktioniert. Der schmunzelt ein bisschen. Eins nach dem anderen. Aber zumindest können wir uns, denke ich, darauf einigen, dass ihr euch vielleicht ein bisschen bedeckt haltet noch. Wir pinkeln keinem von euch ans Bein. Mit euch, so meine ich deine Leute. Nicht die anderen Anarchenleute da. Und vielleicht kannst du mit denen, denen du wirklich vertraust, versuchen, zumindest ein paar rauszufinden, die auf deiner Liste dann stehen. Malcolm steht ganz oben auf unserer Liste. Den erstens zu finden, ist immer so ein Thema. Malcolm könnte uns sehr nützlich sein. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, aber er ist auch nicht so glücklich mit den Strukturen hier in der Stadt. Außerdem haben die beiden da auch so ein. Sagen wir so, wenn es nach mir geht und meine Strukturen sich durchsetzen würden, kann man durchaus mal eine Fehde für das höhere Wohl
beiseite schieben. Aber wenn das alles geregelt ist, werde ich Ahmed und Malcolm ausliefern. Das habe ich ihm versprochen. Naja, letztendlich können die beiden das, denke ich, dann ganz gut alleine regeln. Ein Malcolm muss man auch erstmal ausliefern können. Wer weiß, so eine Fehde kann sich ja auch legen, während man zusammenarbeitet, wenn man dann feststellt, hey, der andere ist ja doch nicht so schlimm. Das überlasse ich Mahmet. Ja, dann begeben wir uns mal an einen wunderbaren Ort. Wollen wir den Bus hier so stehen lassen, oder? Der ist bestimmt in einer Stunde nicht mehr da. Kann einer Bus fahren? Alle schauen so auf Bruce. Ich kann theoretisch. Dann nehmen wir den einfach mit. Kappen die Leitungen. Es ist ein riesiger bunter Hippie-Bus. Wo möchtest du den denn verstecken? Möchtest du den vor deine Bibliothek stellen? Vor die Kirche. Rechnet niemand. Bruce, doch. Wisst ihr, was wir machen könnten? Nein, wir sprengen nicht das Polizeipräsidium mit diesem Bus. Nein. Wir könnten den Bus so als richtigen Arschloch-Move vor die Klinik stellen. Oder vor sein Haus. Nach dem Motto, wir wissen Bescheid, Alter. Bin ich dafür. Es gefällt mir, wie du denkst. Gut, dann machen wir. Auf geht's. Und vor die Klinik oder vor sein Haus? Ich glaube, die Klinik bedeutet ihm mehr. Und bedeutet mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn Graham wirklich was mit dieser Leuchtschrift zu tun hat, kannst du es ihm jetzt so mit gleicher Münze zurückzahlen. So. Ah, ist das schön. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie es so schön heißt. Dann, Bruce, park den Bus am besten in der Zufahrt für die Rettungswagen. Meinetwegen. Wenn du denkst, du kannst fahren, du siehst gerade ein bisschen... So zufällig einen deiner Beutel dabei. Du meinst die Beutel, die im Polizeipräsidium eingelagert worden sind und die ich inzwischen aufgebraucht habe? Kann die Karre wahrscheinlich auch fahren. Er braucht trotzdem was. Ich brauche nur kurz was zu trinken. Also ich krampfe halt wirklich so gerade meine Finger so zusammen. Also, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber du könntest theoretisch, wenn das einer machen würde, auch von einem von uns trinken. Also, rein theoretisch. Auf keinen Fall. Augenbraue hoch. Ich möchte nicht, dass Anna würde jeden von uns quasi... Da mal sind Kanister. Ich schau mal so in Richtung von Anna und mach schon so ein... Kanister? Blut drin? Aber stark verdünnt. Besser als nichts? Das kann man ja wohl schlecht wieder in den Kaniten zurückschütten, aus dem... Wenn wir nicht mal wissen, von wem es kommt. Naja, auf der anderen Seite, ohne böse sein zu wollen, ich kann keine Kanitenblut binden. Das geht nicht mehr. Wieso geht das nicht mehr? Das Tier in Bruce Mel, sie sagt, labert nicht blöd um den Drei rum, ich hab Hunger. Ja, also mit jeder paar Sekunden, die ihr verschreibt, mit ihr so dieses, jetzt mach irgendwas, sag mir irgendwas. Ich schaue so Kanister, leider auch zu Ronan. Wie gesagt, seit dem Fall der Pyramide geht's nicht mehr. Schaut zu Anna, ist wirklich so. Ich war immer ganz kurz so zu Anna. Gut. Ja, dann merkst du, wie ihr wahrscheinlich recht kräftig in den Arm gebissen wird. So. Prosit. Ahaha, ist das schön. Dabei hoffentlich so leicht die Left sind hoch. Sowieso. Kannst du nochmal einen Hunger Frenzy würfeln? Gucken, wie du dich unter Kontrolle hast? Oh Gott.
Zum Glück habe ich keine niedrige Generation oder so. Ist das auch wieder einfach nur ein Frenzy? Ja. Okay. Schwierigkeit ist 2. Potza, mach's gut, Ron. Ja, schafft er. Aber knapp. Ein gutes Pferd. Du schaffst es gerade noch so, dich zurückzuhalten, und du hast so das innere Bedürfnis, eigentlich Ronan jetzt auszutrinken. Also ich halte halt deinen Unterarm gerade, hat da wirklich meine Zähne richtig reingeschlagen. Und dann ist so der erste Moment, wo ich wirklich auf einen Ruck so. Und dann im gleichen Moment schließe ich so die Augen und es macht so ein Klick. Dann lasse ich nach ungefähr einem Punkt Hunger. Also wirklich nicht viel. Ja, vielleicht ist es auch gerade so, dass Anna dich so von hinten an der Schulter packt und dich irgendwie dann von Ronan wegzieht, wenn sie merkt, dass du da irgendwie zu stark trinkst. Entschuldigung. Streich dir so durch den Bart. Danke. Hält dann so mit beiden Händen so deinen Kopf fest, sodass du sie fixierst, anstatt irgendwie so zum Blut gucken zu müssen. Wobei das jetzt auch nicht, weil ihr läuft halt auch Blut in ihren Zinsen. Ich mach dann so einen Moment, also ich packe dann auch so ihre Schulter und dann wische ihr so den Blutfaden so weg. So. Okay. Sam, verbinde ihn einmal kurz. Ich setze mich hin. Fahre Holz. Wir sollten auch noch dringend klären, was John und der Dicke hier gemacht haben. Ja. Das will mir auch nicht aus dem Kopf. Und dieser andere Malk. Wie hieß er nochmal gleich? Mit dem Cowboy-Hut. Es war noch mehr hier. Ja. Unser Informant war auch da. Du meinst deine... Die aufgetackelte Schnippdistel? Mhm. Gut, so kann man es auch sagen. Ronan, schreib mal auf, wer alles hier war. Sonst vergessen wir das noch. Ja, das war echt eine Party. So viele Leute. Oh, Scheißdreck. So. Hält sich so das im Vergleich echt dürre Unterärmchen. So. Adam meint dann so, wir haben uns um den Großteil von unser Eins gekümmert und sie haben ihren Lohn bekommen für den Verrat. War da auch ein Mordskerl mit einer Maske? Typ mit einem Hawaii-Hemd dabei? Nein, die gehören nicht zu uns. Ja. Dachte mir. Es ist nicht so, als ob wir hier wahllos jeden Kainiten niedermetzeln, der sich hier befunden hat. Wir haben nur die, von denen wir genau wissen, dass sie eigentlich zu uns gehörten, angegangen. Gut, habe ich auch nicht gesagt. Ja, zumindest in einem sind sich alle einig. Verrat mal keiner. Verständlich. Komm, Anna. Schüttelt sich nochmal so. Ihr sollt jetzt aber nicht alle mit dem Bus mitfahren, meine Lieben. Wir haben ja noch ein Auto. Wir haben noch zwei Autos. Korrekt. Ronan, fährst du schon mal zu Veronica? Mhm. Und lässt Adam irgendwo raus, wo er rausgelassen werden möchte, damit du seine Aussage noch aufschreiben kannst? Und Scarlett, kannst du uns mit ein bisschen Abstand hinterherfahren? Klar. Und wir machen uns dann, was weiß ich, halt um die Ecke da vom Krankenhaus oder zwei Blocks weiter und wir gucken dann, dass wir schnell wieder beim Auto sind. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Meistens sind diese Zufahrten videoüberwacht, Bruce. Also, ich weiß nicht, wenn du es schaffst, den Bus rückwärts reinzufahren, haben wir eine Chance abzuhauen, ohne dass wir gesehen zu werden. Dann haben wir nichts mehr so groß gefahren. Wird sich schauen. Aber wenn das Video übernachtet ist, dann
schon mal zu Ende, sollst du vielleicht doch nicht mitfahren, für den Fall der Fälle. Anna könnte bei Scarlett mitfahren auch. Ja. Oder Ronan. Wie du dich wohler fühlst. Möchtest du denn mit zu Veronica, Anna? Oder sollen wir dich irgendwo rauslassen? Hält so seinen Block und Stift hin. Ich nehme dir das aus der Hand. Gib ihr das. Schreibt auf, irgendwie in dem Zustand habe ich keinen Bock auf die. Verständlich. So grinst du mal kurz zu Scarlett, dann zu Sam rüber und darum habe ich immer einen Schreibblock dabei. Man weiß nie, wenn man einen braucht. Braun, ich habe Hunger. Verfluchte Angst. Kenne ich. Können auch einen Zwischenstopp einhalten. Ja, ich würde ja sagen, wenn wir schon mal im Krankenhaus sind, da könnt ihr mir was mitbringen, aber das ist irgendwie schwierig. Dann haben wir sicher die ungeteilte Aufmerksamkeit von einem gewissen Malkavianer. Ich glaube, damit warten wir noch ein bisschen, oder? Ja. Wobei, spaßig wäre es schon. Nein, nein, wir warten damit noch ein bisschen. Okay, also Bruce fährt den Bus, Scarlett und Sam fahren hinterher mit dem Auto und Ronan fährt zu... Ich fähre mit dem Bus. Okay. Dann kann ich nämlich Bruce zur Not einweisen, wenn wir das Ding rückwärts da reinfahren wollen. Und Ronan fährt allein zu Veronica? Ja, wenn Adam ein Stück so mitfahren will, dann kann er mitfahren. Falls er irgendwo was noch abgrasen will oder so. Weiß ich ja nicht. Er meint halt irgendwie, er hat jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwie in die Stadtmitte zu kommen, weil ihm das eigentlich verboten ist. Und wenn du zusammen mit ihm gesehen wirst, dann würdest du halt auch gegen diese Auflage des Prinzen verstoßen. Ansonsten müsste er in Handschellen sein. Wir wollen ja unsere neue, frisch geschmiedete Allianz nicht sofort aufs Spiel setzen und durch ein Gebiet Vögel fahren und offensichtlich machen, dass wir zusammenarbeiten. Ja, die Vogeltante müssen uns auch noch mal kümmern. Soll ich Amit schicken? Ich glaube, der hat schon Lust. Der ist schon halb auf dem Sprung. Aber vielleicht, Ich kann ihn im Auftrag des Sheriffs damit beauftragen, sie loszuwerden. Eins nach dem anderen. Schade, es war ein Versuch wert. Grinst. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir uns jetzt eine Kontaktmöglichkeit überlegen oder wir nehmen einen neuen stillen Briefkasten. Anna weiß, wo sie mich findet. Hervorragend. Und tippt sich so eine. Und nichts für ungut, ich würde es auch gerne dabei belassen, nicht jedem zu sagen, wo wir sind. Schon klar. Andersrum, falls ihr mal uns kontaktieren wollt, ich bin in der Bibliothek. Ernsthaft. Gut zu wissen. Adam, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Man kann über ausgeliehene Bücher bei der Rückgabe wunderbar Nachrichten austauschen. Wenn wir zur Bibliothek hin dürften, schon, ja. Aber ich finde mein Mittel und Wege. Ja. Ich habe gesehen, was du kannst, Adam. Es ist für dich kein Problem, irgendeinen Sterblichen zu finden, der für dich ein Buch abgibt. Ich sag dir, ich finde Mittel und Wege. Das können wir irgendwann nochmal genauer eruieren. Dann auf geht's. Okay, also Ronan fährt dann alleine zu Veronica. Ja, das wird schön. Okay. Ronan kann sich ja vielleicht unterwegs noch was zu trinken besorgen, auch wenn er das nicht gerne macht. Yay. Kann er gerne machen. Fährt da noch irgendwer bei Scarlett mit? Also setze ich Anna irgendwo ab? Ja, Anna kann gerne mit bei dir mitfahren, ja. Wenn Sam bei Bruce mitfährt. Dann halte ich wohl mal nach irgendeinem stinkbesoffenen Obdachlosen Ausschau, der nicht gerade völlig tot aussieht.
Oder nimmt er gerade irgendwo pink in deiner Häuserecke? Mach mal einen Hunter, also einen Hunting-Check. Ja, tue ich. Zwei Erfolge brauchst du. Zwei Erfolge? Nee, das sind vier. Das sind, ist Crit. Oh, stimmt. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja. Das läuft heute bei mir. Ja, aber es ist auch ein Beastrill-Quit. Läuft heute bei mir. Kannst du rerollen. Und hoffen, dass es keine 10 wird. Ja. Warum jetzt rerollen in dem Fall? Naja, weil sonst das Biest jagt. Es könnte böse ausgehen. Willpower, ne? Mhm. Er zeigt mir 3 an. Kann das hinkommen? Ja, ne? Darfst bis zu 3 wiederholen, ja? Ja. Naja, versuchen wir es mal. Ja, easy. Okay, dann hast du den Crit weggemacht. Aber hast dafür wieder 2 neue Erfolge gewürfelt, ja. Ja, es ist so ein bisschen, also Ronan fährt das so lange und merkt erstmal, wie viel Blut ihm da Bruce tatsächlich abgesaugt hat. Das war ihm halt gar nicht so bewusst. Und ich würde sagen, er sieht da tatsächlich im Rahmen betrunken, wenn er so an der Hauseck oder so steht. Und im ersten Moment, als er dann leise aussteigt, meldet sich das Tier richtig. Und er merkt, wie er die Schulter wieder einzieht und so in so eine Jagdposition geht. Und er sieht durch Auspex mit den erhöhten Sinnen quasi das Blut in den Adern pulsieren, wie die Halsschlagader pocht. Und dann schüttelt er ganz schnell den Kopf. Anschleichen und ja. Mhm. Ja. Der Zwergpaladin schreibt es auch gerade in den Chat. In letzter Zeit meldet sich dein Tier auffallend häufig zu Wort. Also vielleicht ist das auch noch so ein Ding, was Ron vielleicht ein bisschen beeinflusst irgendwie. Es schwappt immer weiter nach oben, vielleicht auch durch die ganzen Anstrengungen und so. Das passt eigentlich ganz gut gerade. Ja. Es fällt dir zunehmend schwerer, es unter Kontrolle zu halten. Aber ja, kannst wieder trinken. Ich überlege jetzt gerade, ich würde halt sonst den Blutverlust, den ich jetzt halt hatte, von durch Plus jetzt ausgleichen, damit ich wieder bei Plus minus 0 bin. Dann bin ich noch immer auf Hunger 2. Okay. Aber dann ist es zumindest nicht schlimmer geworden. Ja. Okay. Alles klar. Wenn du dann da irgendwie aus der dunklen Gasse irgendwie genährt wieder auf die Straße zurückläufst Richtung Wagen, siehst du, dass hinter deinem Wagen ein bekanntes Auto geparkt hat, nämlich das Auto von Pranava. Es schaut so kurz nach oben. So folget mir nach, so folget mir nach. Das ist so. Du würdest da mal rübergehen. Mal gucken, ob er irgendwen drin sitzen sieht. Nee, sitzt keiner, aber auf der gegenüberliegenden Seite ist halt auch genau so eine dunkle Gasse wie halt auf der anderen Seite, wo du eben verschwunden warst. Genau, das war, wo die Scheiben implodiert waren. Hm. Fuck. So eine Art K-Glas gibt es bestimmt auch in ja. Texas. Oh Gott, jetzt habe ich Wünschungen im Ohr. Ich lasse es lieber. Spezialisiert auf Einschusslöcher oder so. Würde mich auch nicht wundern. Ist Texas. Also ich glaube, er wird ein paar Sekunden warten, aber nicht länger. Also guckst nicht in die andere Gasse noch rein. Denn also, soll mal Linsen wird da schon, aber. Ja, siehst du den da stehen? Irgendwie hinter so einer Mülltonne.
macht da irgendwie was, schaut gegen die Steinwand von dem Gebäude. Von Bruce angedeutet und verwandelt von Evil Smiley. Ich würde mal schleichen. Ja, dann Stealth und Dexterity. Und am nächsten Mal mache ich mir vermutlich einen neuen Charakter. So. Nee, der ist nie bei mir angekommen. Wieso? Zwei Erfolge. Ronan schleicht in die Gasse. Mit welchem Ziel? Also was willst du machen? Ihn ein bisschen beobachten, was er da genau macht. Ja, der scheint sich irgendwie immer mal wieder umzugucken. Und in dem Moment merkt Ronan auch, wie die Erde wieder leicht vibriert. Und dann hörst du ihn irgendwie so, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ruhe jetzt. Guten Abend. Er schreckt so. Verdammt. Schleichen Sie sich doch nicht so an mich heran, Mr. O'Connor. Mein armes, altes Herz. Ich dachte, ein Rumän bringt nichts dazu zu erschrecken. Es ist eine Gruselgeschichte wert. Der Sheriff, der in den Schatten lauert. Ich sehe es schon auf einem Schriftzug für einen Movie. Das liegt vermutlich an meiner irischen Natur. Was machen Sie denn hier in dieser Gegend? Ach, ich war auf der Durchreise. Verstehe. Und da habe ich Ihren Wagen gesehen und ich dachte mir, vielleicht, es ist ja höflich, mal kurz Hallo zu sagen. Ah, ich dachte schon, Sie wollten das Auto kaufen. Nein, ich habe mit Autos in letzter Zeit echt schlechte Erfahrungen gemacht. Ist das so? Ja, ich glaube, das ist. Ich muss mir da mal andere Möglichkeiten überlegen. Flugtaxis, habe ich gehört, sollen die neue Alternative sein. Oder irgendwann Drohnen. Damit kenne ich mich nicht so aus. Aber ja. Wie heißt dieser große Versandhandel? Amato? Die sollen Amazon. Das Pakete damit ausliefern. Das könnte natürlich irgendwann so im Import-Export-Geschäft auch alles übernehmen. Ja, ich aber allerdings lieber menschliche Angestellte. So die persönliche Nähe, wenn der Paketbote einem ein lang erwartetes Präsent präsentiert quasi. Dieses Gefühl zu haben, ist doch von einer Maschine nicht zu ersetzen. Das ist richtig. Aber wo ich Sie jetzt gerade schon mal hier habe, Mr. Brennan, vielleicht hätten Sie irgendwann demnächst mal Zeit für ein Gespräch? Ein Gespräch? Oh, wir sprechen doch gerade miteinander. Ich habe aber auch noch Termine, wissen Sie. Deswegen... Ja, sehr, sehr, ja. Ich verstehe das. Aber ich muss Sie allerdings leider darauf hinweisen, dass ich bald plane abzureisen. Oh. Geschäfte? Ja, ich glaube, meine Anwesenheit in dieser Stadt ist etwas überreizt. Nun ja, also jeder scheint Sie zu kennen und auch zu schätzen. Mag schon sein, aber die Geschäfte sind nun mal schwierig, wenn man immer nur in dieser Stadt hier herumtrollt. Und wie lange wollen Sie noch bleiben, beziehungsweise wann wollen Sie zurückkommen? Das ist eine schwierige Frage, die ich mir selber noch beantworten muss. Aber in der nächsten Zeit.
Ich habe noch eine einzige kleine Ding hier zu erledigen und dann werde ich, denke ich, Urlaub machen. Ah. Ja, haben Sie ein schönes Ziel für einen Urlaub? Irland soll schön sein. Ja, ich war nur schon lange nicht mehr da. Aber ja, Irland ist immer einen Besuch wert. Besonders, wenn man sich für Geschichten interessiert. Ich liebe Geschichten, vor allen Dingen Gruselgeschichten. Davon gibt es auch einige. Das ist schade. Ich dachte, man könnte vielleicht, aber vielleicht überschneidet sich das ja noch ein wenig Wissen nachholen, was mir in der kurzen Zeit leider nur unzureichend vermittelt worden ist von Haus und Clan. Wenn Sie verstehen. Ah. Ja, ein Schüler, ja. Ich wünschte, ich hätte die Zeit dafür. Man lernt ein Leben lang, nicht wahr? Ja. Am besten wenden Sie sich damit hier an Ihre Primogen vor Ort. Ich weiß nicht, ob das die richtige Hierarchie einhält, wenn Sie mich direkt fragen. Wissen Sie, Wissen ist mir wichtig. Nicht so sehr, ob es gefährlich ist oder... wie manche Konsequenzen aussehen mögen. Mir geht es um Wissen direkt und deren praktische Anwendung. Wem nicht? Vielen. Bücherwissen ist gut und schön, aber das Wissen in die Praxis umzusetzen, das haben viele verlernt. Der große Vorteil von Personen wie Ihnen, Mr. O'Connor, ist, dass Sie jede Menge Zeit haben, sich das Wissen auch in den Kopf zu speichern. Leider ist viel verloren gegangen. Deswegen bin ich immer bestrebt, mit anderen Suchenden, lächelt so ein bisschen, in Kontakt zu treten, um das aufzufrischen und zu erweitern. Ich habe das Gefühl, in dieser Stadt sind die Suchenden in einer größer werdenden Zahl vorhanden. Ja, man könnte erst über ein Gildehaus nachdenken. Dafür müsste es noch einige Tremere mehr geben hier. Nun, zwei sind für ein Gildehaus vielleicht etwas wenig. Was nicht ist, kann ja werden. Das heißt, Sie planen Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin allen Möglichkeiten gegenüber offen, sagen wir es so. Kenne ich die Glücklichen? Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Das will sorgfältig überlegt werden. In der Tat. Und dann ist der Bruder da, aber... Wenn Sie denn dann ein Kind gezeugt haben, dann können Sie sich gerne nochmal bei mir melden. Ich bin gern als Pate zur Verfügung. Oh, das wäre herzallerliebst. Er grinst. Also, dann einen schönen Abend noch, Mr. Brenava. Ja, schön. Schöner Abend. Auch Ihnen, Mr. O'Connor. Ron geht dann so zur Förderschule zum Auto. Eine Kleinigkeit hätte ich da noch. Ja? Kommt mal ein bisschen näher. Und so nach links, guckt nach rechts. Ist Ihnen auch das Beben aufgefallen? Ja, es gibt hier in dieser Gegend... seismische Aktivitäten, in der Tat. Und die Kuppel, haben Sie die auch mal deutlich gesehen? Sie meinen das, was verhindert, dass unser Eins aus der Stadt kommt? Außer Ihnen. Es gibt so Mittel und Wege.
Aber sie sind nicht einfach. Sonst würde es ja jeder machen. Ja. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne des Erfinders ist. Mit Sicherheit nicht. Lassen Sie auf sich auf, Mr. Plenava. Gruselgeschichten neigen manchmal dazu, allzu lebendig zu werden. Was soll das bedeuten? Wenn man in den Abgrund blickt, neigt er irgendwann dazu, zurückzublicken. Blickt sich so um. Und dann gehe ich zum Auto. Er lässt ihn etwas verdutzt zurückstehen. Im Best-Colombo-Manier. Ja, wenn du um die Ecke gegangen bist zu deinem Auto, kannst du nochmal Wits Awareness machen mit einer Schwierigkeit von 4. Da. Nee. Was kann ich denn noch rerollen? 3 kannst du rerollen, ja. Boah, das du brauchst aber 3 Erfolge von den 3, ja. Nee, reicht nicht. Dann fällt dir nichts weiter auf. Ja, dann fährst du weiter zu Veronica. Während die anderen 3 den Bus vor die Klinik fahren. Jawohl. Und dann da auf den Parkplatz stellen oder wo wollt ihr das denn machen? Rotzfrech rückwärts reinfahren in die Zufahrt für die Rettungswagen. Videoüberwacht ist meistens der Bereich direkt da, wo aus den Krankenwagen ausgeladen wird. Also wirklich, das sind keine Kameras, die einen riesigen Sichtradius haben, sondern meistens ist es ja auch an dieser Zufahrt für die Krankenwagen so ein Dach drüber und dieser Bereich wird gesehen. Das heißt, wenn man so ein Bus ist ja auch ein bisschen längeres Vehikel. Wenn man den rückwärts ranfährt, werden wir vorne, wenn wir aussteigen, wahrscheinlich von der Kamera gar nicht mehr erfasst. Wichtig ist halt, wir müssen relativ schnell rückwärts rein. Also wenn wir da so ganz langsam antrödeln, dann wird irgendwer rausgerannt kommen. Wir müssen relativ schnell rückwärts reinfahren und dann Fersengeld geben. Sollte nicht das Problem sein, mit Geschwindigkeit da schnell rauszukommen, ja. Aber wie gesagt, wir stellen dann so, das ist ja meistens ist es ja so eine Zufahrt, wo man halt rein, also die so einen Bogen macht, dass ein Krankenwagen nicht wieder rückwärts rausmanövrieren muss. Aber wir fahren dann einfach rotzfrech in die Einfahrt rein. So, dass der anfahrende Krankenwagen so richtig schön blockiert. Okay, ja, soll euch gelingen, ja. Mhm. Ja, schmerzt mich zwar ein bisschen, aber ich verstehe warum. Wird dann auch, wenn ich aussteige, nur nochmal zur Sicherheit, ich habe ja immer noch wahrscheinlich noch Wechselklamotten mit oder so. Zumindest irgendwas, wo ich mich wohl drin fühle. Kapuze und dann vielleicht noch irgendwie ein T-Shirt, was ich habe, oder das Hemd oder so, nochmal so drüber ziehen. Ja, du wart ja Klamotten kaufen, da hast du ja vielleicht sogar noch was mitgenommen, ja. Weil vorher hattest du ja nun nichts mehr, weil die Hunter dir alles weggenommen haben. Ja, außer ein Pulli immerhin. Ja, aber wir hatten für mich halt auch nochmal so ein bisschen, ne, dann noch einfach raus, dann ne, schnell Tür auf, für Mumm und dann raus. Ja, soll euch gelingen. Kein Ding. Macht natürlich trotzdem irgendwie voll den Aufwand, weil dann irgendwie die Leute irgendwie angelaufen kommen und ja. Wollt ihr es aus der Ferne beobachten, was dann da passiert, oder? Oh ja, oder? Ich glaube schon. Ich überlasse das mal Sam. Ich würde da mal in der Umgebung auch mal gucken, ob ich da irgendwas noch zu trinken finde. In dieser Umgebung? Ja. Du pisst den guten Frank richtig ans Bein. Aber so richtig, ja. In fremden Domänen trinken. Hm. Das weiß, also, ich weiß, der Bruce wird das eh nicht wissen. Und der hat gerade Schmacht. Ja, du brauchst 4 Erfolge, weil wegen der Umgebung hier. Mhm, ja. Worauf muss ich dann nochmal würfeln kurz? Gibt es so ein Hangar, so ein Jagd-Ding, so ein Jagd-Button? Ja, kurz. Blatt und XP. Ja, ich hab Blatt auf dem Reiter.
Ah, genau. Predator. Nee. Dich sind nur zwei. Also dann wirst du da keinen finden, den du gefahrenlos trinken kannst, ohne dass da jemand irgendwie aufmerksam wird oder sonst irgendwie. Nee, das will ich dann aber auch nicht riskieren. Wahrscheinlich passt auch ganz gut, weil ich halt so nach meiner typischen Beute suche. Ja, und das ist hier, wird's da wahrscheinlich nicht geben. Nee, das ist hier halt ein bisschen bessere Gegend. Mhm. Und erstens halt um die Uhrzeit nicht mehr so viel los. Und die Leute, die halt los sind, entweder ein Pärchen unterwegs oder sind halt irgendwo, wo Kameras sind oder sowas, das ist halt gefährlich. Ja. Ja. Und Sam beobachtet das Ganze und was macht Scarlett? Nein, ich habe mich quasi ja immer an die rangehalten, hätte Anna irgendwo zwischenzeitlich abgesetzt, wo sie auch immer abgesetzt werden wollte. Ja, und dann, wie abgemacht, habe ich mich dann so in der Nähe dann vom Krankenhaus aufgehalten und habe das Ganze beobachtet. Also beobachtest genauso wie Sam auch. Mhm. Ja. Ja, da gibt natürlich ein großes Buhai. Irgendwie Leute rennen raus, irgendwie ein paar Leute rufen auch in die Nacht rein, irgendwie so. Irgendwann kommt dann irgendwie auch ein Abschleppwagen und Polizei und so und also der Sheriff kommt vorgefahren mit dem Auto und irgendwann kommt dann ein Abschleppwagen und zieht den Bus da aus der Einfahrt und währenddessen sind halt auch ein paar Krankenwagen, die halt nicht vorbeigekommen sind, die dann halt anders da reinfahren mussten, Genau, also könnt das Spektakel schon begutachten. Also es hat ordentlich Aufmerksamkeit gebracht. Wunderbar. Dann können wir uns ja dann auf den Weg zu Veronica machen. Du bist noch gemutet? Läuft Bruce noch irgendwo anders hin oder läuft er auch zu Veronica rein? Oder? Ich komme mit. Okay. Wir wollen uns ja nicht mal mehr trennen. Ja, will Ronan dann auf die anderen warten oder will er vorher schon rein? Ich denke warten und vor allem nach der Begegnung jetzt mit Pranava wird er mal besonders aufmerksam sein, ob ihn jemand vielleicht verfolgt. Mhm, mach Wits Awareness. Ah, das geht heute den ganzen Tag so. Er weiß natürlich schon, dass er ihn gepiekst hat, deswegen das ist so. Er rechnet damit, dass irgendwas kommt. Vier Erfolge. Ja, dann stehst du dann vor diesem Kirchengebäude und wartest und schaust dich so um, irgendwie, ob du verfolgt wirst oder so. Und siehst du in einer etwas dunkleren Ecke. Du siehst dann tatsächlich irgendwie eine verdunkelte Gestalt, die in einer Ecke auf der anderen Straßenseite herumsteht. Und zu mir guckt oder die Kirche beobachtet oder wonach sieht's aus? Schaut halt irgendwie, das ist schwer zu sagen, du stehst halt vor der Kirche, ne? Kann auch sein, dass sie die Kirche beobachtet, ja. Dann gehe ich mal ein bisschen. Ja, ich scheint so beides im Blick zu haben, so wenn du dich nicht absolut weit davon entfernst. Dann gehe ich doch mal rüber. Wenn du näher kommst, kannst du dann auch kannst deinen Geist zwingen, hinter die Fassade zu blicken und kannst dann auch erkennen, um wen es sich handelt. Es handelt sich tatsächlich um das 80s Girl, um Sarah G. Blickt dann zu dir rüber, als sie gewahr wird, dass ihre Tarnung irgendwie durchschaut wird. Abend. Hey. War ich so beeindruckend? Jederzeit. Bin ich gut in solchen Dingen. Was hast denn du eigentlich auf der Party vorhin gemacht?
Zieht so die Augenbrauen hoch. Ach komm. Naja. Ich habe so Dinge halt gehört, dass da jetzt groß abgeht. Und ich wollte beobachten, wie du dich schlägst. Du hast mir ja was versprochen. Ach so, na klar. Und was machst du jetzt hier? Mir die Zeit vertreiben. Aha, und was machst du wirklich hier? Ich bin schlechte Lügnerin, oder? Es gibt schlechtere. Eigentlich lüge ich nur dann, wenn ich muss. Deswegen wäre es ganz nett, wenn du nicht weiter nachfragst. Beobachtest du mich oder die Kirche oder beides? Momentan rede ich mit dir. Diese Schweigegelübde gehen mir echt auf die Eier. Ich fände es halt nur ungut, wenn sich Interessen zu sehr überschneiden. Verstehst du? Wie meinst du das? Ich kenne dich nicht. Also nicht wirklich. Ich weiß nicht genau, für wen du arbeitest oder mit wem alles oder was du für eine, vielleicht sonst noch für andere Motivationen hast. Ich war also freundlich, nicht in deinen Kopf reinzugucken. Das mache ich halt nicht ohne weiteres. Meine Hauptmotivation war es, dass Jelly sicher ist. Ja, und wenn man jemanden beschützen will, macht man manchmal ganz schön strange Dinge. In der Tat. Deswegen frage ich. Dieses Nest hier ist, eine Mausefalle, aber ich denke, das wisst ihr ja. Ja. Und man muss sich arrangieren. Ja. Und am besten mit denen, die einem näher stehen, auch wenn man es nicht gerne hat. Familie und so. Sind immer die ersten Anlaufpunkte, oder? Immer noch welche hat, ja. Ja, meine stirbt leider nicht aus. Meinst du sterbliche Familie oder andere Familie? Sowohl als auch. Ich bin das schwarze Schaf der Familie, aber man nimmt mich trotzdem wieder auf, weißt du? Sarah G., huh? Ja. Schaut mal so zur Kirche. Ich versuche, mir meine Optionen offen zu halten. Deswegen arbeite ich mit Veronica zusammen und eigentlich auch für meine Familie. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Und wer ist Veronica für dich, deine sterblich oder kainitische Familie? Eigentlich. Veronica? Nein, Veronica gehört nicht zur Familie. Ja. Sondern? Zwing mich nicht, meinen Nachnamen zu benutzen. Ich kann dir versprechen, das nicht gegen dich zu benutzen. Ich versuche nur, Mosaiksteine zusammenzusetzen. Mein Vater ist hier Primogen und gehört zum gleichen Clan, das sollte dir klar sein. Ah, die Familie ist anstrengend. In der Tat. Da habe ich möglicherweise echt schlechte Neuigkeiten. Mhm, nämlich? Tja, das könnte bald knallen. Mehr sage ich erstmal nicht.
Inwiefern? Die Flammenschrift. Und das war, bevor ich hier in die Stadt gekommen bin. Was ist da genau passiert? Tja, scheinbar, ich hab noch, mir fehlen halt Mosaiksteine, aber gut, wir haben es mit einem Malkavianer zu tun. Sieht eine Augenbraue hoch. Sagen wir, es gab einen Ghoul, der ein bisschen übereifrig war. Es gibt viele Ghule. Ja. Und das Primogen hat ziemlich viel Dreck am Stecken. Und zwar unglaublich viel. Oh, das weiß ich. Und ich bin da drauf und dran, das gegen ihn zu verwenden. Und das wird seinen Sturz herbeiführen, früher oder später. Ich denke, er hat's verdient. Deshalb möchte ich nicht, dass du irgendwie dazwischen die Fronten gerätst wegen Jelly. Wie gesagt, ich schulde ihm viel. Aber ich habe ja auch schon angefangen, mir andere Leute zu suchen. Solltest damit weitermachen. Was hast du anzubieten? Ich habe eine ganze Menge Stellen frei in meiner Sicherheitstruppe. Ich bin nicht so der Typ für Sicherheit. Nein, aber du siehst Dinge. Mehr als dir lieb ist. Ich brauche immer Augen und Ohren. Ja. Genau denk, das. Denk einfach drüber nach. Genau das hat Veronica auch gesagt. Schadet wahrscheinlich nicht, wenn ich noch mehr auf meiner Gehaltsliste habe, ne? Mein Problem ist nur, wenn ich dein Angebot annehme und ich habe jetzt schon Probleme, meinen Zweitjob von meinem Arbeitgeber und Vater geheim zu halten. Die beiden können sich nicht leiden, das soweit sollte klar sein. Fakt ist, wenn das alles stimmt, was jetzt gerade so in meinem Kopf herumgeistert, was ihn dort oben betrifft, dann können dir schlimmere Schicksale blühen als der Tod. Inwiefern? Vielleicht mögen nicht alle Kaniten dran glauben, aber ich tu's. Die Seele, Sarah, die Seele. Ob man jetzt dran glaubt oder nicht, aber ich glaube, ich habe schon mehr als genug Schatten auf meine Seele gesammelt, als dass es noch irgendeinen Sinn machen würde, groß darum beten zu können. Aber trotzdem sollte dir daran gelegen sein, sie zu erhalten. Was meinst du, warum ich mich um die Schwachen kümmere, soweit ich kann? Das ist ein guter Punkt. Frag Jelly, wie wir uns kennengelernt haben. War so froh, als ich aus dieser Stadt rauskam. Früher. Weder Jelly noch ich wollten hier sein. Ja, ich bin auch nur zurück, weil die Spur von ihr hierher führte. Aber wie hast du es geschafft? Zu entkommen? Mhm. Brnava. Hat er das für dich gedeichselt? Ja, er wollte Graham einen auswischen. Die sind sich nicht grün. Nicht zu allen Zeiten. Weißt du. Außerdem glaube ich, er hatte Mitleid oder sowas. Und ich bin ziemlich gut darin, Leute. Naja. Zu umgarnen. Könntest du von eigener Kraft aus der Stadt jetzt raus?
Nicht ohne Brunava. Und ehrlich, ich brauche die Nähe von Jelly, auch wenn es vielleicht für dich jetzt scheiße ist. Mir macht eher. Ich gehe auch nicht alleine raus. Wer ist denn hier gerade noch zugegen? Hä? Wenn du nicht alleine rausgehst, du stehst hier alleine. Ich meine aus der Stadt. Ach so. Wenn ich hier verschwinde, dann nehme ich Jelly mit. Und ich weiß, ihr beide hängt jetzt zusammen rum und für mich ist eigentlich kein Platz in dieser Beziehung, aber ich bleib trotzdem hier und werde sie im Auge behalten. Weißt du, ich könnte jetzt einen verlapsigen Spruch ablassen, aber den verkneife ich mir an der Stelle mal. Dafür ist mir das Thema zu ernst. Mhm. Was auch immer da mit Jenny passiert ist, da wo sie war, das hat sie nachhaltig verändert. Ich fürchte, da bin ich nicht ganz unschuldig dran. Deswegen ist sie auch sicherer bei dir. Das Tier war nie so stark bei ihr. Ja, diesen Effekt habe ich manchmal auf Menschen und Vampire. Das ist echt beschissen. Wem sagst du das? Und sie kommt nicht damit klar. Sie spielt es runter und versucht mit ihrer üblichen Art darüber hinwegzugehen, dass es sie auffrisst. Solange ich in ihrer Nähe bin und kann ich es beruhigen, aber gleichzeitig ist meine Nähe auch das, was es auslöst. Weißt du, woher das kommt überhaupt? Es ist das, was ich bin. Quasi dein... Bist du auch ein Zinnblatt oder hast du... Oder? Nein. Gehöre zum Clan des Mondes. Tja. Naja, ich... Gib zu, ich hab's nicht immer im Griff. Ja, wer hat das schon? Ich hab mir den Tremere nicht ausgesucht, ist passiert. Ja, aber neben deinem Ding in dir drin hast du nicht noch diese Aura um dich, die alle verrückt macht. Ja, das stimmt wohl. Pass mal auf, Sarah. Sollte es wirklich zu einer absoluten Katastrophe in der Stadt kommen, ich kann noch nichts vorhersehen. Ich weiß nicht, was irgendwo in den tiefen Eingeweihen dieser Stadt lauert, aber irgendwas ist dort. Ich weiß nicht, ob Renava weiß, was es ist. Ich weiß nicht, ob Frank weiß, was es ist. Aber irgendwas ist da. Und es wird unruhig. Alle paar Jahrhunderte geht die Scheiße in der Stadt ab. Und es ist scheinbar unaufhaltsam. Mein Vater sieht Dinge im Spiegel, genau wie ich auch, aber seine Worte machen keinen Sinn, wenn er mit mir darüber spricht. Sollte so etwas tatsächlich passieren, dann bring Jelly hier raus. Ich wünschte, ich könnte. Sonst finden wir vielleicht wirklich gemeinsam einen Weg. Und sei es, dass wir Prenava etwas schulden. Aber keiner von uns will in der Stadt bleiben. Ja. Ich glaube, der Trick, den ich damals angewendet habe, funktioniert nicht noch ein zweites Mal. Dabei, es wäre gut, wenn du mich nicht erwähnst, wenn er dabei ist. Ich glaube, er hat
ein bisschen den Hals auf mich. Auf wen denn nicht? Er ist ein Bucher. Panama? Ist ein Bucher? Dachte, er wäre Tremere. Ich habe jetzt Adam verstanden. Ach so, nee. Also. Sei einfach vorsichtig. Jelly zuliebe. Wir beide haben eine Abmachung. Du kümmerst dich um sie und ich kann halbwegs ruhig schlafen am Tag. Jelly braucht dich auch. Wie ich schon sagte, wenn ich da bin, geht's ihr schlechter und gleichzeitig besser. Ich glaube, es würde ihr helfen, wenn du nicht immer sofort verschwindest oder sie eine Möglichkeit hätte, mit dir zu sprechen gelegentlich. Ich will nicht damit ihre Seele belasten. Ich will nicht, dass sie mich so sieht als Gefahr für sich. Vielleicht sollte sie das aber selber entscheiden können. Vielleicht hast du recht. Aber ich kann das noch nicht. Hey, Zeit ist so ein Ding. Ja. Ihr wird's bald voll, also. Was willst du bei Veronica? Ein Stein ins Wasser werfen, dass er Wellen schlägt. Verstehe. Ich glaube, dafür brauchst du keinen großen Stein. Nicht mehr. Nein. Ab jetzt geht die Partie in die zweite Runde. Ja. Ich weiß nicht, ob ich euch die Daumen drücken soll oder nicht. Weiß ich auch nicht. Schön vorsichtig sein, Sarah. Du auch. Tippt sich so nicht gut. Ja, und dann kommt der Wagen mit Sam und Scarlett und Bruce vorgefahren. Fährt die Straße lang. Und ihr seht eigentlich nur, wie Ronan da allein auf der Straße steht. Und eine Zigarette raucht. Sam könnte noch mal eine Wits Awareness machen, um vielleicht einen Eindruck zu bekommen, ob da jemand noch steht, aber... Ja, kann man ja mal machen. Ui. Bist gemutet? Das sind 4 Erfolge, das heißt, du wirst sie auch sehen, ja. Wie sie da vor Ronan steht. Oh, was macht sie denn hier? Wer? Die Scarlett, wie hast du sie vorhin bezeichnet? Aufgetackerte Schnippdistel. Genau. Ach, so eine Schwiegermutti. Genau. Sieht wahrscheinlich nicht jünger aus als Ronan, aber... Er redet gerade mit ihr. Ja, und in dem Moment zum Abschied umarmt sie Ronan nochmal und geht dann in die nächste Gasse. Jetzt verabschiedet sie sich gerade von ihm. Fantastisch. Naja, mit Schwiegereltern muss man eben ab und zu mal reden, oder wie war das? Naja, Schwiegereltern, ich glaube, er hat ein kleines Frauenproblem. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Stimmt leider schon. Ihn auch als Talion bezeichnen. Obwohl, nee. Naja, wir können ihn ja gleich fragen, über was sie sich unterhalten haben. Kurz als Erklärung, weil es gerade im Chat aufkommt und wir gerade, passt gerade, wir benutzen Roll20 und das Vampire V5 Cheat, das hat allerdings einen Bug in der Nicht-Bezahl-Version und wir sind arm und so, deswegen benutzen wir die Nicht-Bezahl-Version
Und in dieser Nicht-Bezahl-Version werden die Würfel, die hier durch das Bildschirm rollen, als 3D-Würfel nicht richtig angezeigt. Also haltet euch an... Moment. Diese Anzeige hier. Da steht immer, wie viele Erfolge gewürfelt werden. Und das, was durchs Bild rennt, es kann sein, dass es alle Würfel sind, aber es kann auch sein, dass nur die Hungerwürfel angezeigt werden. Das ist ein bisschen tricky irgendwie mit dem Tool. V20 finde ich persönlich nicht viel besser, aber das ist eine andere Diskussion und wir spielen weiter. Danke. Hey Ronan! Na, ihr Schnuckels? Ich glaube, jemand hat sich überhaupt nicht gefreut, dass da ein neues Auto bei ihm in der Zufahrt stand. Furchtbar. Immer diese Falschparker in Krankenhäusern. Die sollte man alle abschleppen und verhaften. Lebensgefährlich, wenn du mich fragst. Nett unterhalten? Ich vergesse manchmal, dass du echt gute Augen hast. Jetzt ist mir manches klarer und ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, in der Tat fühlt sich Ronan jetzt, wo er das mit dem Kopfschmerzen erwähnt, halt auch aufgewühlter, emotional. Ja, irgendwie irgendwas hat diese Begegnung mit dir gemacht, aber du hattest es, während du gesprochen hast, gar nicht so bemerkt, aber jetzt, wo sie weg ist. Du siehst irgendwie ein bisschen aufgewühlt aus. Ja, ich glaube, ich muss Opium rauchen. Dein Liebesleben so schlimm? Was ist los? Was für ein Liebesleben? Die ganzen Frauen, die... Scarlett? Ja. Erzähl schon. Muss ich mir von Miss Bibliothek sagen lassen. Sie hat nicht so ganz Unrecht. Dein Verhältnis mit Frauen ist schwierig. Jetzt sag schon, was ist los? Was hat dich so aus dem Konzept gebracht? Also Graham hat echt ganz schön viel Familie. Hast du jetzt auch was mit dem am Laufen, oder wie? Ich habe vielleicht eine Idee, auf was du hinaus willst, aber wenn ja, dann gefällt mir das überhaupt nicht. Und Miss 80s aus den 80ern. Heißt mit nennt sich nur mit Nachnamen G. Punkt. Moment. Das bedeutet Jelly ist die Enkelin vermutlich von. Ach du Vermutlich. Die sterbliche und die kanadische Familie hängen bei den Grangs extrem eng zusammen. Und Sarah hat die Eigenart, das Tier in anderen stärker wachzurufen. Emotionen zu verstärken. Und sie kann das nicht richtig kontrollieren, was vermutlich der Auslöser ist, warum Jellys Tier gerade mega aktiv ist. Großartig. Sollten wir uns aber alle ein bisschen von ihr fernhalten. Also von hier, Miss 80s. Come back, fernhalten. Ich habe ihr gerade in der nächsten Zeit den Kopf unten zu halten, weil es knallen könnte. Aber Jellys Großvater ist halt... Aber... Sarah kann die Stadt verlassen. Was? Also, sie hat das mit Hilfe von Prenava. Fantastisch! Das heißt... Import, Export, er organisiert... Transporte aus der Stadt raus für Kaniden. Hervorragend, das wollen wir doch. Zu Preisen, die vermutlich exorbitant sind. Lass ihn nur doch erst mal fragen. Im Übrigen habe ich vorhin Prenava getroffen.
Den auch noch. Ja. Du hast ein unverschämtes Glück, sag mal. Hast du diesen Harry Potter-Trank getrunken, wo da einfach alles immer perfekt bei dir ist? Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, ich habe eine Blitznarbe auf der Stirn. Du bist ein Zauberer, Ronan. Entschuldigung. Oder einfach nur ein verdammter Glückspilz. Danke, Hermine. Je nachdem. Also, jetzt... Ich hänge immer noch ein bisschen damit, dass das so jemand Nettes wie Jelly so ein... Kann scheinbar mit dem Ding sprechen, was unter der Stadt ist. Bitte? Zumindest, als ich ihn in der Gasse habe stehen sehen, gab es ein Erdbeben und er hat mit irgendwas oder irgendjemandem gesprochen während des Erdbebens. Und die sagt, ja, ich weiß Bescheid, ich... Also wer auch immer diese Beben auslöst, den oder das scheint er zu kennen. Ich wusste, man kann diesem Rumänen nicht trauen. Ich weiß noch nicht mal, ob es dieses Trauen-Ding wirklich ist, weil, so wie Sarah das gesagt hat, schien er Mitleid zu haben. Und ich denke, Plenava ist tatsächlich nicht der Teufel. Er ist einfach der Toröffner und ihn interessiert der Rest einfach nicht sonderlich. Und Plenava wird sich bald dauerhaft absetzen. Hat er mir auch gesteckt. Würde das dann dauerhaft heißen, hat er nichts gesagt. Ja, aber ne, das sah für Ron schon ein bisschen nach Flucht aus. So. Oder er hat wieder einen Auftrag, jemand aus der Stadt rauszuschaffen. Wenn du denkst, dass sein Import-Export-Geschäft genau dieses beinhaltet, er hatte uns auch schon, Bruce kann sich noch erinnern, hat uns auch schon gesagt, dass er nicht mehr lange hier sein wird. Ja, er hat es erwähnt. Wir brauchen allerdings noch mehr Mosaiksteinchen, denn das ist heißt noch nicht viel. Auf jeden Fall werde ich vermutlich kein Gespräch mehr mit ihm so hinkriegen. Kannst du das nicht irgendwie veranlassen? Wie als... Er ist nicht Teil der Domäne. Er hat quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, unbegrenztes Gastrecht. Das heißt, er kann theoretisch machen, was er will und ist nicht den Regularien unterworfen. Also schon, aber solange er direkt nicht dagegen verstößt, was er nicht tut. Aber er ist doch ein Geschäftsmann. Theoretisch hat er nicht irgendwie eine Visitenkarte, wo man ihn kontaktieren kann, Import, Export. Hat er, habt ihr, glaube ich, auch, oder? Ja. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass er mehrere Strohkastenfirmen und sowas hat. Aber dann können wir ihn doch kontaktieren. Theoretisch ja. Nur wir haben vermutlich nicht mehr sehr viel Zeit, bevor er das erledigt, was er erledigen möchte und dann erstmal aus der Stadt wieder verschwindet. Ich weiß nur nicht, wie gravierend das ist im Vergleich zu Graham. Weil sonst hängen wir wieder an verschiedenen Baustellen. Was ist, wenn Graham derjenige ist, der nächste Export aus dieser Stadt wird? Die sind sich manchmal grün und manchmal nicht grün, so wie ich es verstanden habe. Ey, ich meine, das ist ja ein Geschäft. Ne? Hm. Musst du dich mit dem Geschäftspartner, wenn du Geld von ihm bekommst, unbedingt grün sein? Nicht wirklich. Wenn ne? Geld überhaupt der Verhandlungsgegenstand ist. Das kommt noch hinzu. Vielleicht weiterer ist Grund. Auch Blut. Ja. Weiterer Grund, ihn mal schnell zu besuchen, diesen Graham. Erstmal, und dann. Ja. Und ja, ich habe echt ein Frauenproblemsgehalt. Sind die als Nachteil aufschreiben oder so? Seit ich tot bin, ist das echt anstrengend geworden mit den Frauen. So, Ron und ich kennen ein Problem. Klopft dir auf die Schulter. Ich wünschte, ich könnte saufen, Bruce. Ja, Bruce und Ronan haben Frauenprobleme, Sam hat Männerprobleme. Also. Immerhin eine Sache, die ich dir voraus habe. Ja, saufen wäre nach den ganzen Offenbarungen des heutigen Tages echt eine Idee. Naja, dann kann ich dich auch gleich als meinen neuen Hilfsheriff anstellen. So, wo steht? Bin dabei. Und meine okkulte Beraterin. Zwinker mal Scarlett zu.
Ja, der Tremere braucht nur eine okkulte Beraterin, weil er selber keinen Plan hat. Ist mir doch egal, was du brauchst, muss nicht. Gut, bringen wir es hinter uns. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Cut-Moment. Bringen wir es hinter uns, dann haben wir das Gespräch mit der Tremere Primogen beim nächsten Mal. Oh. Ja. Eieiei. Und ihr habt den Bus quasi vorm Tor geparkt. Und habt angefangen, mal hier ein bisschen in die Offensive zu gehen. Sehr schön, ja, finde ich gut. Ja, vielen Dank. Quasi Mittelfinger in dein Gesicht. Ganz Anarchen-Style, yeah. Ja, vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Vielen Dank an den sehr, sehr lebhaften Chat. Ich glaube, der Xita war heute auch das erste Mal da. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen, obwohl du die V20 bevorzugen würdest. Das ist ja jeder so, wie er es mag. Ne? Also es gibt so, das eine ist da besser, das andere ist da besser. Ich bin total glücklich mit der V5 und bin froh, dass es sie gibt. Jeder passt es so an, wie er es mag. Das ist halt das Schöne an der ganzen Sache. Und Hauptsache, es werden Geschichten erzählt, wie diese hier. Das ist gut. Mhm. Guck mal, und da kommt dann direkt ein Koala-Kraul hinterher. Das nehme ich mal als gutes Zeichen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Interesse habt an einem kleinen Talk über die Runde, dann kann ich euch die Patreon-Seite von mir empfehlen. Leider funktioniert mein Bot gerade nicht vernünftig, aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Deswegen kann ich euch jetzt auch irgendwie die Einblendung jetzt nicht so auf Knopfdruck irgendwie machen. Aber ihr könnt mal auf meiner Patreon-Seite vorbeigucken. Unter dem Video müsste eigentlich alles verlinkt sein, auch auf der Twitch-Seite. Und da gibt es gleich einen Aftershow-Talk zur Runde. Und du hast das Ende erwischt, schade. Ja, aber man kann es ja nachgucken, das ist ja kein Problem. Falls ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel, empfehle ich euch den Nerdpool. Über der Feramin ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet. Da findet ihr einen Streamkalender mit allerlei anderen Rollenspielrunden, nicht nur von mir, sondern auch zum Beispiel vom Rerion oder vom Kako oder auch andere Sachen, wo Mondi mitspielt oder Feramin. Da gibt's für jedes kleine Rollenspiel-Liebhaberherz etwas zu entdecken. Also schaut da mal rein. Genau. Und wo wir gerade schon bei Werbung sind, frage ich doch direkt mal den Rerion, weil was gibt's denn so als nächstes mit dir zu sehen? Direkt am Dienstag geht es weiter mit Call of Cthulhu und dem Horror im Orient Express. Yeah. Grusel. Ja. Und wo sieht man Feramin das nächste Mal? Irgendwo mitwirken? Ich habe jetzt tatsächlich erstmal längere Pause und zwar erst am 28. wieder, auch mit Dark Ages bei Rerion. Es sei denn, es bedarf einer Travia-Geweihten bei der Phileas und Saga aus irgendwelchen Gründen. Aber sonst planmäßig erst wieder am 28. So eine bei kleine, der Transylvanischen. So eine kleine RP-Pause kann man ja auch schöpferisch nutzen. Das ist ja auch irgendwie ganz nett. Oder? Ja, ich habe immerhin eine Off-Air-Runde wahrscheinlich jetzt in der kommenden Woche. Also. Ja, perfekt. Das ist auch, was spielt ihr da? Shadowrun. Yeah. Irgendwas Offizielles oder Hausgemachtes? Oder weißt du es noch nicht? Fängt gerade erst an anscheinend. Okay. Wird der erste Termin sein, ja. Okay, alles klar. Und Mondi, wo sieht man dich das nächste Mal aufschlagen? Wenn alles passt, geht's morgen weiter mit Shadows of New York, also quasi dem Nachfolger zu Coteries of New York im Stream. Ja, auf Mondis Kanal gibt es ein Let's Play von Shadows of New York. Da müssen wir alle dringendst reingucken. Und bei Kako oder mit Kako, wo gibt's da irgendwas demnächst? Kako ist übrigens jetzt auf Twitter, müsst ihr mal gucken, ne? Der Kako, ja, wenn ihr Twitter habt, unbedingt Herzchen und Follows da lassen. Oh ja. Würde mich sehr freuen, ja. Tatsächlich auch endlich mal wieder was bei mir und sogar von mir, das hat ja sehr lange auf sich warten lassen, gibt's etwas Postapokalypse mit Mutant Year Zero, genau, GenLab Alpha, da wo wieder ein paar Tiermutanten den verschwundenen Anführer des Widerstands suchen müssen.
Sehr cool. Guckt euch das unbedingt an. Mutant ist ein super cooles Setting, finde ich. Gibt es auch ein Computerspiel zu, falls ihr da lieber so einen Zugang zu haben wollt. Und ja. Wenn ihr, ich glaube, es gibt sogar eine Edition von einem Computerspiel, wo das Regelwerk zu dem Pen and Paper dabei ist. Also schaut da mal ein bisschen rum. Mutant Year Zero heißt das Ganze. Dann habt ihr direkt ein schönes Computerspiel mit einem schönen Setting und ein Pen and Paper. Guck mal, hier wird schon im Chat gesagt, hier Mutant ist cool, genau. Also unbedingt beim Kakko auf dem Kanal reingucken, wenn GeneLab Alpha Tiere die Apokalypse unsicher machen. So oder so ähnlich, ja. Ja. Ja, cool. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns dann in 2 Wochen hoffentlich wieder, wenn alles gut geht. Und bis dahin, den Segen der Nacht, der wurde eben schon von Coco Stark gewünscht. So ähnlich zumindest. Und macht's gut. Tschüss. Ciao.